education anyone could buy. And your ticket to entry is whatever you can afford to stack, and it'll change your life. And I really mean it'll change your life. Like, no joke, not just in a material way, because I believe that once you understand Bitcoin and you start to realize that no matter how many coins you have, even if it's a fraction of a coin, that is going to lead to dollar value that you may not have ever thought you could ever achieve. So from wherever you start, once you grok Bitcoin, you realize where you're going. And when you realize where you're going, you start to feel wealthy. You start to feel abundant. It's just a matter of time. The abundance is coming. The wealth is coming. It's just a matter of time. That is such a massive shift in your mindset that you begin to attract other positive things into your life. I was telling this to somebody the other day. Like, remember when you were dating, right? You're in college and you're dating. Well, whenever you had a girlfriend, all the other girls wanted to date you. Right? It's that mind shift, right? It's the vibe you give off. Like, I'm good. I'm the man. I have got a great relationship. I've got my girl. And now every other girl wants to be a part of that. Once you make that shift and you understand that Bitcoin is going to create wealth for you, it's going to create abundance for you, you start to attract wealth and abundance from all angles. It's a complete shift in your energy and what you attract. It also, right, it also gives you like this mindset of like, you want me to do what? I don't need to do that. I don't have to do that for a paycheck. I think maybe I'll do something else, because as long as I'm stacking Bitcoin, I'm going to be good. I'm getting to where I need to go. It's a massive shift, and I can't recommend it highly enough for everybody, right? If you feel like you're living paycheck to paycheck, if you feel like you're never going to get ahead, this is the way. This is how to break that cycle, right? This is whether it's $10 a week, $25 a week, $100, whatever it is, this will break your cycle and you will be on a completely different trajectory. And that is, I want everybody to feel that. Like, it really upgrades humanity in a massive way. And some people have talked about that and figured it out. I just like, it's for real. Hallo und herzlich willkommen an alle Bitcoin-Freunde, Long-Term-Hodler und Bitcoin-Neuankömmlinge zu unserem 21 Uhr Bitcoin-Podcast. Ich bin die Coco und mit mir am Start sind der Sunny und der Laser und wir haben für euch die aktuellen Bitcoin-Zahlen und Bitcoin-News, coole Tech-Tipps und Neuigkeiten aus dem Bereich Bitcoin-Culture und natürlich unsere Memes der Woche. Und ja, jetzt sind wir mal ein bisschen anders reingestartet, reingegroovt sozusagen. Und ja, reden wir doch gleich mal ein bisschen drüber. Aber erstmal, Sunny, Laser, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Nee. Ja, du siehst halt auch ein bisschen verwelkt aus, Sunny. Ja. Ein bisschen verrostet. Ich weiß. Ja, ein nostalgisches Foto hier sozusagen mal von mir. Ich wusste gar nicht, dass der raucht. Ich wusste gar nicht, dass der 3PO raucht. Ja, bei 3PO ist das wenigste bekannt. Man würde sich wundern. Nee, alles fein. Ja. Heute relativ, also ruhige Woche gewesen, so im Großen und Ganzen. Mhm. Zumindest habe ich jetzt nichts Weltbewegendes im Bitcoin-Bereich gefunden. Das eine oder andere kündigt sich natürlich weiter an, aber ja, wird eine erholsame Sendung heute. Und ja, wir kriegen es doch noch unser kleines Sommerloch. Genau. Ja, sehr schön. Laserwiss, bei dir hast du ja was Schönes ausgegraben zum Start. Ja, wir haben mal wieder ein paar. Richtig aufpassen müssen. Bitte, was sagst du? Da haben wir richtig aufpassen müssen. Mhm. Ja, also haben wir wieder mal schöne technische Dinge mit dabei heute. Das heißt, mal wieder die ein oder andere Möglichkeit,
sich selbst auszutoben mit dem guten alten Blue Wallet beispielsweise. Mhm. Und ansonsten schauen wir uns heute nochmal an, was der Bitcoin noch alles ist, als das, als was er sich unmittelbar präsentiert. Und werfen nochmal einen erweiterten Blick auf das Thema Bitpower und Software. Und versuchen da nochmal die ein oder anderen Verknüpfungen herzustellen und sehen in Summe mal noch, was da vielleicht noch alles unter der Haube steckt. Ja, wunderbar. Klingt spannend. Freue ich mich drauf, freuen wir uns drauf. Und ja, bevor wir starten, vielleicht noch mal kurz einen Rückblick auf den guten Herrn, der da gesprochen hat. Es war nicht Tom Cruise, was ich zuerst dachte im ersten Moment, oder? Keine Ahnung, es war Bitcoin-Surfer-Dude, keine Ahnung, aus El Salvador, sein Name jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall stabiler Homie. Ja, ja, auf jeden Fall sehr cool, was er da sagt. Also er spricht davon, dass sich das Leben verändert mit Bitcoin in vielerlei Hinsicht, auch und insbesondere dadurch, dass man plötzlich vom Gefühl des Mangels in das Gefühl der Fülle kommt, also der Abundance, und dass sich dadurch einfach alles ändert, und vergleicht es dann, finde ich ein schöner Vergleich, den er da gezogen hat, mit der College-Zeit, wenn man dann plötzlich ein Mädel gefunden hat, das man datet und sozusagen in einer festen Beziehung ist, und vorher hat sich im Prinzip keine Sau für einen interessiert, und sobald man eine Freundin hat, will dann einen jeder daten, und so vergleicht das dann mit dem Bitcoin im Prinzip, wenn man durch den Bitcoin das Gefühl der Fülle bekommt und damit dann natürlich auch dieses Gefühl ausstrahlt und anzieht. So ist es dann im Prinzip auch mit den Mädels damals gewesen. Sobald man jemanden hat und das dann eben ausstrahlt, wollen dann plötzlich alle. Und ich finde, das passt wirklich gut, weil tatsächlich das, was die Fiat-Welt ja mit uns macht und das, was der Hintergedanke dabei ist, um uns im ewigen Rad der Sklaverei, der Lohnscheck-Sklaverei zu halten ist, uns den Mangelgedanken einzuflößen und im permanenten Mangel zu halten und im Gefühl, dass es nicht genug gibt und dass man immer allem hinterherrennen muss und gucken muss, wie man alle Rechnungen und alle Verbindlichkeiten und Verpflichtungen bestreitet. Und das macht der Bitcoin natürlich genau das Gegenteil davon, indem er uns die Fülle gibt und uns zeigt, dass es mehr als genug von allem gibt. Und indem man in dieses Gefühl kommt, zieht man natürlich auch diese Dinge ins Leben, weil nur das, was man in sich trägt, ein Gefühl, kann auch wieder zu einem kommen. Also wunderbarer Start heute, wie ich finde. Also wir fassen zusammen, mit Bitcoin bekommt jeder Girlfriends. Oder so im Ergebnis. Und im Zweifel kaufst du dir irgendwann. Oder was will ich damit sagen? Nee. War doch die Freundin, oder? Bitte? Dann will der restliche... Ich musste gerade an das Flavio Briatore-Meme denken. Ja, und die Rechenaufgabe drüber. Flavio ist 65. Genau. Sie ist 25. Wie viele Bitcoin besitzt Flavio? Genau, das ist da, wo er nackt und dick im Pool ist. So mehr oder weniger nackt, oder? Das war das. Hab gehört. Genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, wunderbar. Sunny, was hast du gesagt? Ach, egal. Ich habe den Bitcoin für die Freundin gehalten. Ach so. Und dann können ja auch nur noch also wenn man dann beim Bitcoin gelandet ist, können ja auch nur noch die Shitcoins was von einem wollen, wenn man das dann so in diesem Bild nimmt. Aber es ist jetzt... Es führt zu weit, Mensch. Eine reicht. Das wollte ich sagen. Ja, genau. Also Qualität statt Quantität. Ja. Sehr gut, sehr gut. Langt ja dann auch der ein oder andere irgendwann. Genau. Ja, perfekt. Dann gucken wir mal, auch wenn es so ein bisschen gerade gefühlt jedenfalls vielleicht Sommerloch ist, aber vielleicht ist ja auch nur die Ruhe vor dem Sturm oder the best is yet to come oder wie auch immer. Schauen wir auch heute mal wieder, hätte ich gesagt, wie immer um 21 Uhr, was der Bitcoin-Kaninchenbau heute für uns bereithält. But is Bitcoin really the money of the future? Beim nächsten Ton ist es 21 Uhr und 0 Minuten. She said nine, the old clock. She said nine, the old clock.
You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. You got to pump it up, don't you know? Da sind wir wieder und wir starten direkt mit den Bitcoin-Numbers, den Zahlen. Heute nur ein kleiner Ausflug, wie immer, aber natürlich beginnend mit dem wunderbaren Timechain-Kalender und einem kleinen, fantastischen Überblick. Zum Zeitpunkt der Aufnahme befinden wir uns dann aktuell doch schon bei Block 857.663. Wir sehen also, Bitcoin funktioniert, TikTok, Nextblock, es geht stetig und beständig immer weiter. Und wir sehen hier oben am schönen Preisschild, hat sich nicht viel verändert. Wir dümpeln so ein bisschen in der 57, 58, 59.000 Marke rum. 58k Gang forever. Die, genau, 58k Gang. Na, ich glaube nicht forever, ich denke in ein paar Monaten. Wenn wir traurig sein über jeden Cent, den wir nicht getauscht und nicht ausgegeben haben gegen Satoshis. Aber schauen wir mal, aktuell sind wir bei einem Exchange-Preis von 59.343 und korrespondieren dazu dann einer Moskau-Time von 1685. Das heißt, wir bekommen immer noch grandiose 1685 Satoshis für einen völlig wertlosen, weil durch nichts gedeckten US-Dollar. Und dann sehen wir hier oben links, wir sind immer noch nach wie vor natürlich bei einer Block-Subsidy von 3,125 Bitcoin pro gemeinten Block. Und eine ganz schöne Zahl hier noch aktuell sind von den 21 Millionen, 19,74 Millionen gemeint. Also wir haben jetzt hier die 94% geknackt zuletzt von den 21 Millionen. Also es geht weiter und weiter. Und es wird immer weniger, was vorhanden ist, was man kaufen, also was man kaufen kann, was neu ausgeschüttet wird. Und daher 94% sind schon ausgegeben. Und damit nähern wir uns langsam, aber beständig den 100%, was noch dauert, aber 94% hier geknackt. Ja, was haben wir noch? Ganz, ganz toll. Und da muss ich jetzt einfach noch mal kurz drauf hinweisen, als wäre es vielleicht auch so gewollt, haben wir hier nach wie vor eine fantastische Gebührenumgebung. Für hohe Priorität zahlen wir nach wie vor nur 5 Satoshis pro Virtual Byte für eine Bitcoin-On-Chain-Transaktion. Also man könnte fast meinen, dass es so gewollt ist, dass hier noch ein paar Menschen auf den Bitcoin-Zug aufspringen. Dass noch ein paar UTXOs konsolidiert werden sollen, damit die nicht unter den Tisch fallen, wenn es dann wieder rippt. Oder dass es einfach auch nochmal als schöne Einladung für neue Ankömmlinge gesehen wird und man nicht direkt irgendwie durch hohe Gebühren oder sonstiges vielleicht abgeschreckt ist. Also wunderbare Gebührensituationen gibt es. Und kein Witz, also die kann sich jederzeit wieder ändern. Das ist eigentlich ein Geschenk des Himmels und man sollte sich damit auseinandersetzen. Wer da jetzt irgendwie so ein paar verbröselte UTXOs rumliegen hat, kleine Beträge auf einzelnen Transaktionen, der sollte die Gelegenheit nutzen, um zu konsolidieren, weil wenn das Ding gebührentechnisch aufgrund der erhöhten Nachfrage wieder hochschießt in die Höhen, in die wir schon gesehen haben, dann sind die weg, dann sind die wertlos, dann sind die unnutzbar, diese kleinen Kleckerless UTXOs, weil sie dann schon allein von den Gebühren gefressen werden. Deshalb an der Stelle ein wunderbarer Zeitpunkt, sich nochmal in der Selbstverwahrung um das eigene UTXO-Management zu kümmern. Ja. Die Hashrate ist natürlich auch wieder fantastisch. Gerade wollte ich sagen, ich war hier ja noch Wahnsinn, bei den 14-Tage-Durchschnitt, da war es weniger und jetzt gerade mal hier auf aktuell krasse fast 660 extra Hashes pro Sekunde. Unglaublich. Wir sehen hier 17,09% in den letzten 24 Stunden hochgegangen. Ja. Wir waren die Tage noch irgendwo, und ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das schon wieder ein All-Time-High ist hier mit der Hashrate. Wir haben uns da jetzt ein Stück weit konsolidiert und dann wieder ein bisschen auch korrigiert.
Es gab jetzt auch wieder die Miner-Kapitulation. Wie gesagt, es ist immer noch die Miner, die nicht mehr profitabel sind durch die Blockvergütungsanpassung durch das Halving. Die haben natürlich die Geräte und ihre Anlagen abgeschalten und das ganze Feld hat sich jetzt bereinigt und jetzt zieht das Ding wieder an. Und mit dieser Hashrate von mittlerweile 660 Exahash und Tendenz steigend, sollte man vielleicht auch für die, die noch nicht so ganz lang dabei sind, mal die Bedeutung hervorheben, dass das die ultimative Aussagekraft hat für alles. Diese Zahl ist wichtiger als der Preis. Diese Zahl gibt im Prinzip an, wie sicher das Netzwerk ist. Diese Zahl bestätigt im Prinzip, dass Bitcoin hier mit diesen, was sind 600 roundabout 60 Exahash, das sicherste und das größte und unangreifbarste Netzwerk auf der Welt ist. Ja, also es ist nichts weniger als das. Zudem natürlich auch immer der Indikator für die allgemeine Gesundheit des Netzwerkes. Ja, das ist auch irgendwo so die, ja, bisschen die Lifeline, ja, die man da ablesen kann. Und darüber natürlich auch der Indikator dafür, wie es weltweit hier um die Dezentralisierung unter Zuhilfenahme des Bitcoin-Netzwerks bestimmt ist, die natürlich damit auch angezeigt wird. Und eindeutiges Zeichen dafür, was weltweit an Interesse und Akzeptanz da ist, weil das ist die Infrastruktur, die dahinter steckt, das sind die Investitionen und alles, was da reinfließt und was diese Zahl steigen lässt, das sind Commitments, die da im großen Stil eingegangen werden, dieses Netzwerk weiter zu befeuern. Und wir sind hier nicht bei irgendeinem zentralen Rechenzentrum oder irgendeinem Verbund von zentralen Rechenzentren. Man darf immer eins nicht vergessen. Das alles hier ist freiwillig und unabhängig und dezentral zustande gekommen. Ja, da hat im Prinzip, das kommt alles auf diese Art und Weise nur zustande, indem sich Menschen dazu entscheiden, freiwillig durch die gegebenen Anreize des Bitcoin-Protokolls, das völlig frei und unantastbar ist und unmanipulierbar ist von zentraler Stelle, mitzumachen, zu investieren, hier Energie in Bitpower umzutauschen, ja, im Prinzip Sicherheit im Cyberspace herzustellen durch Mining. Und das lesen wir hier immer wieder ab. Und wer da gedacht hat, da gibt es irgendeine andere Richtung, der hat sich geirrt. Das Ding geht konstant nach oben. Und wenn wir das auch immer die Metrik nochmal dazu nehmen, wie sich der Preis, man sagt immer Price follows Hash Rate, also ne, die Hash-Tendenz gibt die in der Folge die Tendenz des Preises vor. Und da ist der Preis einfach, wenn man es jetzt mal nochmal in US-Dollar das Ganze bepreisen möchte, man sollte es wahrscheinlich eher in Energie bepreisen, aber wir sind ja noch im alten System und haben den alten Maßstab, der so wirklich richtig keiner ist. Da sollte das Ding nochmal weit höher schießen und ja, wie gesagt, die ganzen Rahmenbedingungen sind soweit gut, sogar politisch soweit gegeben, dass hier ein sehr, sehr heißer Herbst vor der Türe stehen kann. Und ich denke, es ist für jeden an der Zeit, mal genauer hinzugucken. Auf jeden Fall. Also sieht grandios aus und wie gesagt, so eine Hashrate und dann so eine Gebührenumgebung und dann noch so einen wunderbaren Einstiegspreis oder generell einen Preis zum Stacken. Was kann man sich mehr wünschen, ne? Während die Fiat-Welt weiterhin konstant abbrennt und sich alles weiter zuspitzt, finden wir Bitcoin in einer wunderbaren Situation. Ja, und dann vielleicht noch letzter kleiner Blick hier. Wir sehen die durchschnittliche Blockzeit aktuell 9 Minuten 41 Sekunden. Das heißt, ein bisschen was unter den angestrebten durchschnittlichen 10 Minuten. Dementsprechend wird es, wenn es dabei bleibt, die nächste Schwierigkeitsanpassung von 3,31% nach oben geben, und zwar am 28. August. Die Schwierigkeitsanpassung findet ja alle 2016 Blöcke statt, sodass wir eben im Durchschnitt eben immer auf diese 10 Minuten pro Block dann kommen. Das steht da dahinter. Ja, dann werfen wir mal wieder einen ganz kurzen Blick hier auf die großen Freunde und gucken nochmal, was der BlackRock ETF hier macht, ob die Freunde hier weiter kaufen oder vielleicht auch nicht. Und
Ihr werdet es schon vermuten, Onkel Larry ist weiterhin fleißig für seine Kunden. Wir sehen hier aktuell der 19. August. Da haben sie dann hier 350.521 und ein paar zerquetschte, und zwar kommend vom Status 31. Juli 342.000, also knapp 343.000. Das heißt, hier geht die Reise weiter. Ja, ich habe kurz vielleicht kleine kurze Ergänzungen, einen schönen Tweet dazu, weil jetzt natürlich, naja, mit so einer Seitwärtsbewegung im Bullenmarkt, da ist natürlich der ein oder andere, der jetzt vielleicht auch neu dabei ist, vielleicht jetzt entweder ein bisschen, hat jetzt vielleicht ein Fragezeichen auf dem Kopf oder ist ein bisschen gelangweilt oder abgeturnt oder ausgetuned vielleicht, wenn er schon ein bisschen länger dabei ist, wie auch immer. Das sind auch nochmal schöne Signale, die man hier rauslesen kann. Wie gesagt, dazu haben wir hier nochmal die Woche gehabt. Schön in der Zusammenfassung. Goldman Sachs kauft Bitcoin, BlackRock kauft Bitcoin, Fidelity kauft Bitcoin, Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller, Alan Howard, Michael Saylor und Michael Dell kaufen Bitcoin. Und sie machen sich Sorgen, dass ihr Onkel Bob und drei gute Freunde aus der Highschool das nicht tun. Ja, also entspannt, ja, wie gesagt, dem kleinen Mann erzählt man hier Bitcoin pfui und die großen schreien hui, und das ist das, was man hier alles sieht, und das ist eine ganz, ganz klare Tendenz, und die, ja, die läuft eigentlich vor allem jetzt 2024 schon an einem Stück nach rechts oben. Genau, und da haben wir sie dann auch. Goldman Sachs hält 418 Millionen US-Dollar in Bitcoin-ETFs. Also, obwohl aus dem Management der Bank immer wieder Bedenken gegen Bitcoin laut werden, hält Goldman Sachs Bitcoin-ETF-Bestände in Millionenhöhe. Ja, guck an, sowas, ha? Die freuen sich wahrscheinlich drüber, dass sie nicht ganz so viel leere US-Dollar auf den Tisch legen müssen und trotzdem gut Bitcoin bekommen. Man könnte schon fast von einem kleinen Wettrüsten sprechen, was man hier beobachten darf. Auf jeden Fall, und da passt dann auch das hier ganz gut dazu. Wenn man sich hier mal anguckt, die Übersicht über die Top 25 Hedge Funds, und da wurde dann geguckt, halten die Bitcoin, und man mal sieht, wie oft hier ja dran steht, landet man hier so bei ca. 60% oder so, die eine Bitcoin-Exposure haben. Das ist schon richtig krass. Wer hätte das gedacht vor ein paar Jahren oder zwei oder so. Also so schnell können sich die Dinge ändern, und die Großen sind am Start, und zwar massiv. Und auch hier haben wir nochmal einen Großen mit dabei, Metaplanet. Von denen habe ich es ja jetzt auch schon öfter, oder wir schon öfter gehabt hier. Japanisches Unternehmen, und Metaplanet macht hier, glaube ich, so den zweiten Michael Saylor vom Gefühl her. Metaplanet kauft nochmal für 500 Millionen Yen Bitcoin und hat jetzt also nochmal fleißig nachgesteckt und schafft es damit jetzt, die Bitcoin Holdings auf 303 Bitcoin zu bringen. Tja, schön. Nette Situation. Und dann habe ich hier noch einen dabei, der hat mir auch gut gefallen. Ich war hier nochmal bei den bitcointreasuries.net unterwegs. Da kann man sich ja auf der Liste hier, ich zeige den gerade nochmal ganz kurz hier, wenn das nochmal interessiert. Das ist bitcointreasuries.net, und da kann man sich einfach mal angucken. Das ist so eine Aufstellung, welche Unternehmen, also Private, Public, Unternehmen, Funds, ETFs, Länder etc. Bitcoin halten und wie viel. Und das wird halt in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen abgedatet. Und da ist mir dann jetzt Real Bedford untergekommen. Das ist der Fußballverein von PT, also Peter McCormack, der ja den sehr bekannten Bitcoin-Podcast hat. Cooler Typ, finde ich, hat immer coole Gäste.
Hat viel gelernt, glaube ich, durch seine Bitcoin-Podcasts. Ist massiv geredpillt worden durch seine Gäste. Hat viel gelernt von seinen Gästen. Ja, hat mehr und mehr den Glauben in die Welt verloren, wurde mehr und mehr zum Schwurbler, also echt cool und hat eben auch einen Fußballverein. Vom State-Kack zum Aluhelmde. Ja, aber massiv. Und auch hier sieht man, und ich glaube, das hat er auch mal so erzählt in einem Podcast, dass die eben ihre Reserven, sage ich mal, in Bitcoin halten und damit natürlich echt zu einem schönen, wohlhabenden Fußballverein werden. Und jetzt sehen wir hier immerhin 82,7 Bitcoin-Touché und zwar vom 22. Juli 2024 jetzt zuletzt geupdatet. Also auch echt cool. Wer da mal gucken möchte, ist ganz spannend. Deutschland steht nach wie vor leider bei 0 Bitcoin. Schade, aber so ist es. Ja, und dann bin ich für heute für den Zahlenteil tatsächlich kurz und schmerzfrei schon beim letzten angekommen. Das hier einfach nur nochmal, weil es gerade so eine schöne Umgebung ist, weil es Geld immer weniger wert wird, beziehungsweise immer mehr an Kaufkraft verliert, weil es in der Fiat-Welt immer hässlicher wird, immer mehr Insolvenzen gibt überall, jeder immer mehr und mehr am Kämpfen ist, jedenfalls in der Fiat-Welt. Und die Bitcoin-Welt so viel Fülle verspricht und gerade auch wirklich so viele schöne Möglichkeiten bietet, nur noch mal so als kleine freundliche Erinnerung sozusagen, nur 0,26% der Weltbevölkerung können jemals überhaupt einen Bitcoin besitzen. Das heißt, man kann sich mal überlegen, was für ein rares, wertvolles Gut das tatsächlich ist. Wie rar und wertvoll, beziehungsweise noch wertvoller das auch mal noch werden wird, je mehr Menschen genau diesen Punkt verstehen. Und dann kann man sich ja mal überlegen, es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt hier Holcoiner sein muss, sondern letztlich geht es einfach nur darum, ich habe ein Vehikel, mit dem ich meine hart erarbeiteten Werte über Zeit und Raum in die Zukunft transportieren kann. Und da reichen auch, wie es auch schon eingangs der Bitcoin-Surfer-Dude gesagt hat, auch kleine Teile von Bitcoin dafür aus. Und da muss es kein ganzer Bitcoin sein, weil wie gesagt, wenn man sich diese Zahlen hier mal anguckt, dann muss es kein ganzer sein. Dann sind auch 0,1 schon unglaublich viel oder was auch immer man hat. Man schafft es damit eben seine Werte über Zeit und Raum in die Zukunft zu transportieren. Und vielleicht auch an der Stelle nochmal ein kleiner kurzer Hinweis. Ich habe vorhin mal wieder auf BISC ein bisschen, bin ich mal wieder rumgegeistert. BISC, ja, das dezentrale Protokoll, kein zentrales Unternehmen, mittels dessen man sich ja mit anderen Menschen verknüpfen kann, wie eine Art Marktplatz, die aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer Bitcoin verkaufen wollen. Und da kann man dann eben Bitcoin kaufen, ohne seine Daten an zentraler Stelle abgeben zu müssen. Und da gibt es gerade wirklich wunderschöne Angebote, so mit 1%, 2% über Markt. Und das, obwohl der Preis ja gerade relativ nieder ist im Vergleich zu dem, was wir schon gesehen haben, da ist bei BISC dann eher immer die Tendenz, dass die Angebote abnehmen und die nicht mehr so prall sind, weil die Menschen dann natürlich nicht mehr so den Trigger und den Anreiz haben zu verkaufen. Aber gerade hat es schön ausgesehen. Also wer da noch ein bisschen Fiat hat, was er versorgen möchte oder muss, damit es nicht dem Zerfall zum Opfer fällt, der kann sich da gerne mal umschauen. Also sieht gerade richtig nice aus bei BISC. Und auch das nochmal zum Verständnis. BISC, coolste Möglichkeit ever, Peer-to-Peer, also von Mensch zu Mensch direkt etwas, also Bitcoin kaufen zu können und das Ganze absolut sicher. Und auch das nochmal, da läuft im Hintergrund ein Multisig und das Ganze, der Trade ist im Prinzip, also der Handel, den ich da mache, ist so gestaltet, dass ab dem Moment, wo der Handel eingeloggt wird, sowohl die Kaution, die Käufer und Verkäufer bezahlen müssen, als auch der Betrag, auf den man sich zum, also der zu kaufende Bitcoin-Betrag sozusagen in dem Multisignatur-Wallet gelockt ist. Das heißt, als Käufer von Bitcoin gehe ich da überhaupt gar kein Risiko ein, nur auch das nochmal zum Verständnis und zur Erklärung und damit wirklich eine fantastische Möglichkeit. Also wer da nochmal ein bisschen schauen möchte. Genau. Und immer dran denken, nur 0,26% der Weltbevölkerung können jemals überhaupt einen Bitcoin ihr eigen nennen.
It's time to stack, würde ich sagen. Ja, wunderbar. Dann gebe ich an der Stelle an den lieben Sunny schon ab und dann gucken wir mal, was gerade so im Sommer bei Bitcoin an News passiert ist. Die ja, wenig. Zeit. Wenig. Wenig. Also, wenig. Aber egal, wir schauen uns an. wo sind wir? Einen Moment. Ja. Also, wir erleben ja gerade das ja etwas später, aber dann doch eingetretene Sommerloch und bereiten uns aber, ich glaube, da sind wir uns alle einig, auf einen etwas heißeren Herbst vor. Natürlich großer Höhepunkt mit den US-Wahlen im November, am 5. November, glaube ich. Und zuvor gibt es ja das große Wahlwochenende, das ist jetzt übernächstes Wochenende, am 1. September in Sachsen, Thüringen und einem dritten östlichen Bundesland eurer Wahl, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, Sachsen-Anhalt ist es. Wisst es ihr? Ich, keine Ahnung. Ich glaube, es ist Sachsen-Anhalt. Mit hart wählen kenne ich mich nicht aus. Ja, auf alle Fälle erwartet sich der ein oder andere da auch ein kleineres Beben. Und dahinter. Die wählen bestimmt linksgrün versifft dort, oder? Was? Linksgrün versifft wird bestimmt dort gewählt, vor allem in Sachsen. Also wahrscheinlich ja. Nicht. Gerade in Sachsen. Genau. Und ja, wenn jetzt in Bremen und in Berlin Wahl wäre, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen. Mhm. Aber als Ergebnis erwartet man sich auf alle Fälle mehr oder weniger ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD und natürlich ein Absacken der Ampel als Konsequenz von dem, was uns da letzten 3 Jahre geboten wurde. Die Jahre, die 16 Jahre vorher, haben wir da Gott sei Dank schon wieder verdrängt. Also kein Problem. Man kann jederzeit wieder die CDU wählen. Alles gut. Also war es ein Spaß für alle, die es ernst nehmen. ja. Und natürlich erwartet man sich auf Bundesebene dann auch gewisse Konsequenzen und die Floskel der Neuwahlen, die ist ja schon seit etwas längerem im Raume. Und ähnlich wie in den USA, wo auch schon überlegt wird, mehr oder weniger, ob man jetzt Sleepy Joe doch noch absägt und durch Kamala ersetzt, also noch vor den Wahlen, kann es sehr gut sein, dass wir auch nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen dann auch sehr, sehr schnell Neuwahlen auf Bundestagsebene sehen werden. Ja, man hat sich ja alle Mühe gegeben, zu diesem Punkt zu kommen und wir bemitleiden fast schon ganz, ganz bisschen unseren lieben Bundeskanzler Olaf Scholz. Neuestes Interview, neueste Aussage hier ganz fein, Nadelstreifen. Regieren ist mühselig. Und er wirkt auch tatsächlich ein bisschen gealtert. Ein Jahr wird er schon noch aushalten. Ja, wie gesagt. Ein weiterer Protagonist ist natürlich hier Habeck, der durchaus noch mal den Kanzler spielen würde. Er hat doch nicht genug. Die Wähler wollen mehr als nur Good Vibes, heißt es hier. Wirtschaftsminister Habeck setzt auf gute Laune als Wahlkampfstrategie. Es reicht aber nicht, um Deutschland aus der Wirtschaftskrise zu ziehen, wie das schon angedeutet. Das Land ist nicht nur wirtschaftlich am Ende und das kann man sich tatsächlich in jeder Meldung herauslesen. Großes Beispiel hier natürlich die Wärmepumpe. Sie könnte die deutsche Wirtschaft in die Knie zwingen, heißt es hier aus einer Britenzeitung. Man rechnet mit der Industriepolitik der Ampel ab und der eine oder andere spricht tatsächlich hier auch schon von der Deindustrialisierung Deutschlands, die hier gerade läuft. Bundesbank hofft, dass Wirtschaft die Rezession vermeidet. Was will ich mit diesen ersten Meldungen sagen? Deutschland hat politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, moralisch und auf noch vielen anderen Ebenen fertig. Und auch hier ein weiterer Grund, sich einfach mal den Bitcoin als Gegenentwurf anzuschauen. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr wenig Meldungen über die Geopolitik heute dabei. Wir haben in der letzten Zeit eigentlich gesehen, dass sich da was zusammenbraut. Wir haben die Bitcoin-Konferenz gesehen in, nicht Las Vegas, sondern in Nashville. Ja, wir haben dort große Ankündigungen gehört. Stichwort Bitcoin-Stockpile, Bitcoin-Reserve. Wir haben gesehen, dass die Russen da wohl mehr oder weniger auf den Zug aufspringen und sehen halt diese Spieltheorie, die sich da weltweit geopolitisch
gerade ausspielt und schnaufen noch einmal so ein bisschen durch. Und wie gesagt, wir stehen nicht nur in Deutschland, sondern auch, ja, wenn man sich die gesamte Weltwirtschaftssituation anschaut, gerade auf sehr, sehr, sehr zerbrechlichen Füßen. Und eigentlich würde es niemanden überraschen, wenn morgen, übermorgen, also von heute auf morgen quasi, hier der große Knall passieren wird. Aber ja, wir bevorzugen hier natürlich den sanften Übergang, der mit Bitcoin natürlich ja, sehr viel mehr Spaß macht als ohne. So, dann heißt es hier, Deutschlands bewährte Jobmotoren fallen aus. Also ich habe heute auch eine kleine Meldung dabei gehabt über den Mittelstand, der leise Lebewohl sagt in Deutschland. Also ja, die Ampel hat wohl mehr oder weniger einen Auftrag erfüllt in Deutschland. Vollendet, was Merkel begonnen hat, ich sag's mal so. Und ja, wir sind gespannt, wie das Ganze jetzt weitergehen darf, ob es noch ein bisschen in die Tiefe geht, in den Abgrund entgegen, oder ob man die Kurve kratzt. Aber ja, recht viele Hoffnungsschimmer gibt es momentan, zumindest für die Bundesrepublik, nicht kollektiv gesehen. Individuallösungen gibt es da natürlich. So, dann heißt es hier, Bitcoin in der Gunst der Politik. Wir haben in Deutschland durchaus die ein oder andere Politikerin, die sich da inzwischen auch lautstark für stark macht, sich den Bitcoin anzuschauen. Eine Juana Cotar ist da wohl die prominenteste. Und ja, in den USA, habe ich auch schon angedeutet, sehr viel Bewegung innerhalb der Präsidentschaftskandidaten. Trump hat ja ganz klare Worte gesprochen, hat auch einen mehr oder weniger Bitcoiner wohl als Vizepräsidentschaftskandidaten nominiert mit J.D. Vance und hat mit Robert F. Kennedy Jr. ebenfalls einen weiteren, ich weiß nicht, ob ich ihn als Konkurrenten ansehen darf, aber nennen wir ihn mal so, einen Konkurrenten, der ebenfalls sehr, sehr klar sich sonst zum Bitcoin bekannt hat, sowohl persönlich als auch als Lösung für gewisse staatliche Probleme, hat er auch ebenfalls schon eine Bitcoin-Strategie ausgerufen, falls er zum Präsidenten, ja, gekrönt werden sollte. So, da gab es natürlich auch, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, den ein oder anderen Demokraten, der sich für seine Partei gewünscht hätte, dass man da ähnliche Schritte geht, weil man einfach die Signifikanz dieses Themas erkennt und es einfach ja anerkennt, dass man ohne Bitcoin als politisches Thema aufzugreifen, eben in Zukunft eventuell sehr wenig Chancen politisch haben wird. Und ja, man hat sich viel erwartet, hier mal wieder einen, wie wir es von der demokratischen Partei in den letzten Tagen gewöhnt sind, ein KI-generiertes Bild von einer vollen Halle, einer interessierten Zuhörerschaft, sehr vielsagend. Und ja, das fällt mir jetzt nicht mir ein, sondern das haben wir wirklich bei vielen, vielen Ereignissen jetzt gesehen, vielsagend, dass man auf generierte Bilder zurückgreifen muss, weil man anscheinend die Hallen von allein in der Realwelt nicht mehr voll kriegt. Ja, mehr muss man eigentlich über den Wahlkampf in den USA nicht sagen. Jetzt auch bei diesem DNC-Kongress sind die Hallen auch nicht voll. Man vergleiche das mit dem, was bei Trump los ist. Und ja, lässt sich überraschend, ob Kamala wirklich bis in November reingezogen wird oder ob man eventuell noch jemand anderen präsentiert bekommt. Aber ja, wir mal sehen jetzt im Laufe des Herbsts. Hier ist es, die Demokratische Partei dreht sich weg von, oder ja, ignoriert den Bitcoin auf ihrer Wahlplattform. Da gab es gewisse Themen und der Bitcoin kam da einfach nicht vor. Ja, schön geschrieben hier. In einem Move, die oder der Demokraten, die Bitcoin verstehen und halten, enttäuschen könnte, hat die Demokratische Partei ihr Wahlplattformsdokument veröffentlicht. Das Ganze eben jetzt bei der Nationalkonvention am 19. August, ohne dabei eben den Bitcoin zu erwähnen. Also von der Demokratischen Partei ist, wenn es um den Bitcoin geht, da wohl sehr, sehr wenig zu erwarten, aber ja, wäre auch durchaus überraschend. So, dann hatte ich zwei Artikel von der Wirtschaftswoche gesehen, die ich sehr interessant finde. Bitcoin ist nicht gleich Krypto, unterscheidet endlich. Ich hoffe, wir hatten den in der letzten Sendung nicht dabei.
Nee, nee. Nee, ich glaube nicht. Haben wir verdrängt. Nee, die letzte Sendung war am 9., glaube ich, oder? Mhm. Genau. Also, der gute Sören Imöl oder Imöl, der hier mehrere gute Artikel schon in der Vergangenheit geschrieben hat, bringt es auch den Lesern der guten Wirtschaftswoche hier nahe, dass es einen sehr, sehr signifikanten Unterschied zwischen Bitcoin und Krypto gibt. Eben die Dezentralität, die eben nur bei Bitcoin tatsächlich gegeben ist. Wir haben die Zensurresistenz, wir haben das Fehlen des Begründers sozusagen, wir haben niemanden, der angreifbar ist und. Wir haben ein freiwilliges System, das der Laserforscher angesprochen hat. Wir haben mit Bitcoin keinerlei Möglichkeit, zu spekulieren im Endeffekt. Natürlich kann ich kaufen und verkaufen, aber ich habe keine Möglichkeit, hier Rendite zu erreichen oder irgendwas. Und was ich mit Bitcoin machen kann, ist in einem guten Geld sparen, so einfach, wie es sich anhört und so unerreichbar, wie es in der Euro-Welt ist. Und ja, das ist auch eins der ganz, ganz wichtigen Unterschiede zwischen Bitcoin und Krypto. Und ich finde es wichtig, dass es mal auch im Mainstream angesprochen wird, um dieses Bewusstsein da auch zu schaffen, dass es eben einfach zwei Paar Schuhe sind. Böse Zungen würden ja so weit gehen, dass wir behaupten, dass jegliche Kryptowährung im besten Fall Ablenkung von Bitcoin ist, im schlimmsten Fall dazu gedacht ist, Bitcoin zu bekämpfen. Je nachdem, wie man das sehen möchte. Alle Wege führen zu Bitcoin. auch über die Shitcoins. Deshalb, es bedingt ja oft, dass man, wenn man mit den Shitcoins unterwegs sein möchte oder wenn man sich da auf dieses degenerierte Fiat-Gambling einlassen möchte, das ist ja nichts anderes als die Perversion der Spekulation aus der Fiat-Welt im neuen wilden Westen des digitalen Geldes, geht das ja immer nur über die Brücke Bitcoin. Und es ist ja gar nicht schlecht, ja, weil jeder, der da rein möchte, muss zum großen Teil über die ganzen Casinos dann, die großen Börsen, KYC-Börsen gehen. Und dann gibt es die Tauschpaare für die ganzen Shitcoins ja meistens immer nur gegen den Bitcoin. Und je nachdem, in welche Richtung, wenn es dem einen dann zu heiß wird und wenn dann so ein bisschen das Shitcoin-Trading-Fieber einfach zu sehr zu Kopf steigt, dann geht man auch einfach wieder, übrigens haben wir da schon sehr, sehr bei sehr vielen Menschen sehr viele Heilungserfolge gehabt, wenn sie gesagt haben, mir ist das jetzt eigentlich dann alles zu blöd und zu viel und so völlig fucking random. Ich gehe jetzt einfach zurück und lasse es dann in Bitcoin liegen, weil dreh das rum von Shitcoin zurück zu Bitcoin, zieh den runter, weil da habe ich auch einmalig die Gelegenheit, in die Selbstverwahrung zu nehmen, in das Eigentum. Und der existiert nicht nur auf der Excel-Tabelle von irgendeinem Fantasy-CEO, der irgendwo in Dubai sitzt und versucht, irgendwie den anderen Dummen, die morgens aufstehen, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Deshalb ist das gar nicht so schlecht, weil die On- und Off-Ramp zu dieser Shitcoin-Versuchung doch über den Bitcoin läuft und deshalb kann das auch auf die Art und Weise stattfinden. Schön und sehr respektabel ist es natürlich, wenn man gleich die Grundwerte und die Grundfunktionen und die Revolution des Bitcoins verstanden hat. Über seinem Number-Go-Up Technologiezweck hinaus, weil dann kommt man dabei zu Bitcoin und macht sich die Gedanken über die Selbstverwahrung und die Bedeutung derer und lässt einfach diesen ganzen Casino-Scheißdreck links liegen und wird lieber seine eigene Bank und macht sich darum Gedanken. Und das ist, denke ich, der respektablere und viel lohnenswertere, nachhaltigere Weg. Ja. Ich weiß, langes Geschwätz, um kurz zu sagen, lass die Finger von den Shitcoins, sie sind nicht dein Freund, weil es ist irgendwo auch nur ein Dude, der dahinter sitzt und am Hebel und die Hebel drückt oder eine Gang von Dudes. Aber man muss schon sagen, dass die aller wenigsten Bitcoiner wohl von Anbeginn so weise und vernünftig und reif waren. Das absolut, das ist die Charakterbildung, das ist der Prozess. Ich nehme mich da absolut nicht raus. Es war bei mir auch selber das Shitcoin-Casino, das mit bunten Lichtern lockte. Und es hat auch bei mir einen Prozess benötigt, um das zu verstehen. Und ich kann nur jedem empfehlen, den Deep Dive in Bitcoin zu machen, anstatt diese oberflächliche Breite in Ablenkung dieser Shitcoins zu gehen.
einfach ein und ich könnte jetzt viele Beispiele bringen, wo das schon oft so der Fall war, dass sich am Ende des Tages der Fokus auf den Bitcoin gelohnt hat. Oder auch das Zurückfinden auf den Bitcoin, bevor man sich da auf dem Shitcoin-Markt zu Tode scrollt, weil es ja mittlerweile, glaube ich, keine Ahnung, 30, 40, 50.000 gibt. Das Beste, was einem da passieren kann, ist irgendwie, man geht in diesen Shitcoin-Markt rein, verliert seine 200 Euro, die man reinsteckt, gleich am Anfang, dass sie gleich weg sind. Das wäre ein Geschenk, das ist ein Geschenk, ja. Und kriegt diese Watschen gleich zu Beginn, dass man es mal falsch gemacht hat, um es dann richtig zu machen. Genau, und der umgekehrte Fall, Euro halt irgendwie 20.000 Euro sind. Richtig, und der umgekehrte Fall ist tatsächlich das Problem, was dann die Leute damit noch drin hält und sie vielleicht sogar noch weiter reinlockt, weil genauso wie am Spielautomat geht es in beide Richtungen, aber dann doch konsistent und in Summe auch nach unten dann über Zeit bei den Shitcoins. Und ja, natürlich, wer dann da, sage ich mal, zufällige Erfolge verbuchen kann an der Stelle, die es natürlich auch gibt, der setzt dann meistens einen höheren Hebel, einen längeren Hebel noch an und dann kommt verbrennt er sich noch später die Finger. Wie gesagt, kurzum, die ganzen Shitcoins existieren nur, weil es Bitcoin gibt und jeder Shitcoiner fängt dir an mit dem Satz, du kennst ja Bitcoin, aber da gibt es noch was anderes. Damit verrät er sich eigentlich schon. Der Punkt ist das Rad wird nur einmal erfunden, das Feuer wird nur einmal erfunden, das Internetprotokoll wurde nur einmal erfunden. Es gibt keinen grunddigitale Knappheit in irgendeiner Form. Wenn die gefunden wurde, wenn dieses mathematische und computertechnische Problem gelöst wurde, gibt es no second best. Und dann ist es das einzige dezentral zustande gekommene Netzwerk, das es einem ermöglicht, vor allem dem Individuum, individuell sich zu verschlüsseln und sein in einem guten, harten, hartbegrenzten Wert hier sich zu verschlüsseln. Und alles andere sind, man sagt ja immer Affinity-Scams, ne, die tun so, wie wären sie Bitcoin und sagen, aber ich bin doch noch ein bisschen schöner und neuer und frischer. Ist alles Blödsinn. Am Ende des Tages ist es dezentral irgendwo auf irgendeinem Server. Irgendeiner hat sich eine Geschichte dazu ausgedacht und die ist so dünn, dass sie keinen drei Gegenfragen standhält, wenn man von den Grundprinzipien des Bitcoins her ansetzen möchte. Mhm. Ja, wie gesagt, Finger weg. Aber dass das natürlich der Mainstream jetzt so bringt, ist natürlich eine Sache, weil die ja doch vielleicht eher auch den Ansatz hätten, da noch ein bisschen zu misleaden, oder wie sagt man da? Im Mainstream haben wir die andere Dame gar nicht dabei, die Frau Beate Lammer aus Wien bei der Presse, und wir haben hier den Sören Imöl. Das sind zwei Leute, zwei Journalisten, die sich einfach auskennen offensichtlich. Hier der Herr Imöl hat auch diesen Artikel hier geschrieben. Ist Bitcoin Mining eine Lösung für Deutschlands Stromüberschuss? Der ja auch, der sich anschaut, was in Texas passiert, sage ich mal, und durchaus ein sehr intelligenter Ansatz wäre für diesen Solar- und Windwahnsinn, der hier herrscht. Aber wenn er schon mal da ist, kann man ja auch anständig nutzen, sage ich mal. Und ja, es ist überschüssiger Strom aus erneuerbaren Energie, wird in Deutschland zunehmend zum Problem. Irgendwie braucht um 12 Uhr mittags keiner Strom. Bitcoin Mining könnte eine Lösung dafür sein, aber es gibt auch Herausforderungen natürlich. Das ist der erste Artikel, der in diese Richtung geht, sage ich mal, im deutschen Mainstream. Das sind halt wie überall anders auch einfach einzelne Leute, die es bei ihren Chefredakteuren irgendwie durchgedruckt haben, nicht negativ über den Bitcoin schreiben zu müssen, sondern die da eventuell eine Chance bekommen und noch natürlich Einzelfälle sind. Wie gesagt, die Frau Lammer aus Wien hat man auch schon ganz viele Artikel von der Presse. Aber das war es dann auch schon. Also mir fehlt es da natürlich innerhalb des Bitcoin-Pressebereichs, gibt es viele, aber aus dem Mainstream ist es einsame Pionierarbeit, glaube ich. Da, ja, das, also das kann man sich schon fast einrahmen ein bisschen hier so als erstes. Und da habe ich einen schönen Gegenartikel.
62 Terawattstunden. Google, Microsoft, Meta und Apple verbrauchen mehr Strom als ganze Länder. Mhm. Kennen wir natürlich, kennen wir natürlich als großes Argument gegen den Bitcoin. Wo sind wir gerade? Bei den Niederlanden, Schweden, Österreich, im Stromverbrauch, was der Bitcoin braucht. Nun argumentiert man hier natürlich auch gegen andere, also gegen die, die hier in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, die Weltmacht mehr oder weniger übernommen haben, also die großen amerikanischen Tech-Firmen, die natürlich auch ihren Strom brauchen, wo wir noch nie gehört haben, dass Apple ganz, ganz schädlich ist, die brauchen ja so viel Strom. Oder dein Windows-Computer oder dein Google, das ja ebenfalls sehr, sehr viel Strom braucht. Und ist schon komisch, dass diese Diskussion bei Google noch nie irgendwie publik gemacht wurde. Ja, oder wer hat denn damit angefangen zu sagen, dass Energieverbrauchen prinzipiell was Schlechtes sein muss? Ich meine, Strom zur Energieerzeugung und Zivilisation verbraucht Energie, und je mehr Energie zur Verfügung steht, desto weiter schreitet die Zivilisation voran. Also ich verstehe das vom Grundsatz schon nicht her, wobei jetzt natürlich auch wieder spannend hier die künstlichen Intelligenzen mit ins Spiel gebracht werden, die ja auch schon qua Natura schon sehr, sehr stromhungrig sind. Und die könnten wir ja dann auch gleich mal damit noch verargumentieren, wenn man schon über diese Schiene kommen möchte. Ja, vielleicht sind die nicht so ungewollt wie Bitcoin. Ja, genau, richtig. Nur dann ist da noch die Frage, welcher Stromaufwand dafür notwendig ist. Nochmal, ich möchte an keiner Stelle irgendeinen Aufwand für Strom irgendwie in Frage stellen tatsächlich, aber da wäre es dann schon wieder die gleiche Kerbe, in die man hauen müsste, wenn man diese Energieverbrauchgeschichte aufmacht. Man kann sich mal die Frage stellen, ob man den Strom überhaupt verbrauchen kann. Oder so, ne? Ob er nur zirkuliert. Oder ob Strom nicht einfach nur fließt. Aber das würde es wahrscheinlich zu weit führen. Ja. Ja, das ist ja wieder, da waren wir beim Mangel, waren wir heute anfangs hier. Ne? Das im Mangel halten, das ist ja so das große Grundthema, das dem Ganzen so ein bisschen mitschwingt. Der gute alte Mangel. So, Kryptozahlungen auf dem iPhone. Apple öffnet seinen NFC-Zahlungschip für Drittparteianbieter oder Entwickler. Mhm. Habe ich schon gesehen hier. Apple, also iPhone zu iPhone und iPhone zu, ich weiß nicht, war das ein Ledger? Ja, das ist auf jeden Fall mal prinzipiell ein Win, weil das macht Apple tatsächlich zum ersten Mal so. Und so wie ich es verstanden habe, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt dezidiert Kompatibilität für spezifische Geräte von Dritten sein soll oder ob das einfach nur den NFC-Chip so weit aufmacht, dass er frei kommunizieren kann mit sämtlichen Devices. Das wäre natürlich dann schon eine Geschichte. Ich glaube, das frei kommunizieren mit sämtlichen Devices. So würde ich es unterstellen, weil ich habe da jetzt keinen Filter rausgelesen in dem, was ich dazu gesehen habe. Und ja, das heißt im Prinzip so nach dem Motto, okay, wir machen es mal auf. Das heißt, das ist ein Kommunikationskanal, den wir hier aufmachen, und der lädt dann zur Entwicklung ein. Lädt den Markt dann zur Entwicklung ein, und natürlich ist hier Bitcoin ein absoluter Use Case. Ich meine, wir kennen diese NFC-Zahlkarten und das Ganze, was auch schon sehr stark im Umlauf ist. Ja, das ist auf jeden Fall mal was. Ja, und wo wir gerade dabei sind, den nehmen wir auch noch mit rein. Bitcoin. Marathon Digital, einer der größten Miner, wenn nicht der größte Miner in den USA, bin mir ganz sicher. Mhm. Ja, sind es die größten, ne? Marathon ist der größte, dann gibt es noch Riot und Marathon. Ja. Sie haben jetzt nach Donald Trumps Ansprache die Bitcoin, die sie selber gefunden haben, gebrandet, also, und haben sie mit Made in USA versehen. hier kann ich lesen. Ein politischer Move wird hier gefragt, aber in diesem Themenfeld, was wir uns da schon seit längerem anschauen, ist es natürlich wieder ein Zeichen, dass da Industrie und Politik, also zukünftige Politik oder Bundesstaatenpolitik, Hand in Hand gehen.
dass da auf die Reden von Donald Trump reagiert wird und man dieses Made in USA auch mit Stolz und natürlich auch mit einer gewissen strategischen Lupe oder Brille hier anbringt. Also ist auch nicht von ungefähr und zeigt, du hast auch wieder diesen, was hast du vorher für einen Begriff benutzt, Laser? Keinen kalten Krieg, sondern was hast du gesagt? Ein Wettrüsten. Ja, das ist im Prinzip. Ist natürlich jetzt kein direktes Wettrüsten, aber spielt in also nicht im kinetischen Sinne, ne? Im Sinne von Kriegführung. Und kinetisch, wie man es halt irgendwie schon auch kinetisch halt, also die Kinetik wird halt anders. Also ja, wir bewaffnen uns mit Watts und mit Bitpower, sagen wir mal so, im Cyberspace, um diese Domäne zu sichern. Wo habe ich das jetzt heute gesehen? Dass irgendwo in Indonesien haben sie mit einer Dampfwalze, glaube ich, also irgendwie tausende Miner zerstört. Hast du es gesehen? Nee. Egal. Ja, und das passt dann natürlich wunderbar hier zu diesem, was wir letzte Woche schon gesehen haben. Und Putin zeichnet eben ein Gesetz, das es nun endgültig legal macht, Bitcoin oder Krypto, je nachdem, was man halt meint. Und mit anderen Worten, ihr dürft jetzt auch, ich habe jetzt genug. Mr. 100. So. Ja, ja. Ja, dann blicken wir ein bisschen auf die Gegenseite. American Express geht Partnerschaft mit Ripple ein. XRP vor großem Durchbruch. Da warten wir ja schon seit längerem drauf, dass der endlich ausbricht. Aber mit dem Wissen, dass XRP natürlich ein Gegenentwurf zu dem Bitcoin ist, zentral geführt und eventuell, also unter Vorbehalt natürlich, aber die Kryptowährung ist die ein in Zukunft wahrscheinlich als Hauptgegenpart zu Bitcoin agieren wird. Ich sehe das fast noch mehr als Ethereum, weil hier natürlich die Banken dahinter sind, weil Ripple XRP schon mit vielen CBDC-Projekten in Verbindung gebracht wurde und weil man sich hier Mühe gibt, wirklich als Zahlungsinstrument zu fungieren, das macht Ethereum gar nicht. Ethereum ist ja alles andere. Ich weiß nicht, was Ethereum eigentlich genau macht. Egal. Im Prinzip ist dieser Versuch hier seitens dieser Zentralbanken, den XRP-Shitcoin parallel laufen zu lassen, ein Kompliment an den Bitcoin und seine Unaufhaltsambarkeit, die damit ja attestiert wird. Und ich sage, jeder, der sich das anschaut, der möge die Technologien miteinander vergleichen und die Möglichkeiten, die ihm selbige bieten, wenn er sich mit XRP auseinandersetzt oder wenn er sich mit Bitcoin-Selbstverwahrung auseinandersetzt. Und da unterscheidet sich Bitcoin schon von allen anderen Shitcoins. Ja, so, aber das Thema wird uns trotzdem weiter beschäftigen, denn es wird nämlich langsam spannend. Was machen die BRICS-Staaten? Und da kommt jetzt nun diese Meldung hier. BRICS-Zahlungssystem strebt De-Dollarisierung mit Blockchain-Technologie an. Unser Lieblingsausdruck an Blockchain-Technologie. Also die jüngste Ankündigung des BRICS-Zahlungssystems hat dazu geführt, dass 159 Länder weltweit Interesse an einer De-Dollarisierung und einer Alternative zu SWIFT bekundet haben. Da wird jetzt vermutet, dass man sich mit einer Goldwährung, einer goldgedeckten CBDC sozusagen, nun in die neue Zeit bewegen möchte. Ja, wird spannend. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Auch wenn das viele vermuten, ich kann es mir eben nicht vorstellen, weil den Leuten, also den Verantwortlichen hier eigentlich klar sein muss, welche Schwächen eine Goldwährung hat. Natürlich hat es Stärken im Gegensatz zu einer Fiat-Währung, aber man hat schon gesehen, dass es Probleme gibt. Einfach jetzt schon beim Handel zwischen dem Iran, glaube ich, und den Russen. Hat es Probleme gegeben, es gibt Probleme zwischen den Chinesen und den Russen und es ist einfach so, wo wird das Gold gelagert und wer kontrolliert das Ganze in Echtzeit? Und wie viel kann ich behaupten und wie weit möchte der
Russe dem Südafrikaner und der Chinese den Brasilianern vertrauen, wird es da Abgesandte geben, die dann ständig in den Goldtresoren der Vertragspartner sitzen und das Gold bewachen, das Gold natürlich erst prüfen, ob das auch wirklich alles echtes Gold ist, und das kommt natürlich auch noch dazu. Also es gibt viele, viele Probleme bei einer goldgedeckten Währung, auch wenn es eine Zentralbank, also eine digitale Währung sein wird. Und eine CBDC wird niemals, niemals ein Freiheitsinstrument sein. Auch wenn es noch so gut gemeint ist, aber man kann sich ja mal in Ländern wie China oder Russland, Südafrika, Brasilien umschauen, wie es denn da so allgemein mit der Freiheit der Menschen so bestellt ist. Südafrika da auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und wir werden sehen. Also wäre natürlich eine wunderbare Sache, wenn das alles nach Gutdünken funktioniert. Ich glaube es fast nicht. Und ich kann mir sehr, sehr, sehr gut eben vorstellen, dass hier hinter vorgehaltener Hand schon längst klar ist, dass es eben keinen Goldstandard geben wird. Nur redet da natürlich jetzt noch keiner drüber, weil momentan ist der Preis ja noch schön billig. Genau, eben. Erstens mal gibt es keinen Grund dazu, ja, bis nicht alles in trockenen Tüchern ist, das Ganze dann auch offen zu bekunden. Zweitens geht es hier um eine eventuelle neue Weltreservewährung, die natürlich auch verteilt werden möchte. Nochmal zu dem Thema Goldstandard, der natürlich viel besser wäre als ein Fiat-Standard. Nur der Fiat-Standard ist zustande gekommen, weil er der Goldstandard einfach abgesackt wurde. Ja, im Prinzip ist eine 71, wer hat sich jetzt auch wieder, ist jetzt glaube ich das 3, ich habe es nachher noch dabei, das 53. Geburtstag haben wir die Tage gefeiert hier von vom Nixon-Schock, dem guten alten, ja, wo man den Goldstandard einfach aufgehoben hat, nach Bedarf. Ist halt so, aufgrund von Bretton Woods ist halt der Goldstandard an einen Dollar direkt gekoppelt. Also die Amerikaner waren verantwortlich dafür. Das dürfte natürlich nicht mehr passieren. Man müsste natürlich schon irgendwie ein Gremium bilden und das Gold zusammenhauen sozusagen, wer wie viel Gold, und demnach die Geldscheine ausgeben und es eben nicht mehr auf zwei Schultern lasten oder auf mit einer Verantwortung eben behaften, sondern das Ganze dezentraler gestalten, aber die Probleme werden eben die gleichen bleiben. Und was du sagst, wie sollten sich diese ganzen Parteien jemals trauen können? Das hat ja schon in einem Land nicht funktioniert. Und jetzt soll sich hier ein Verbund von internationalen Ländern auf einen Währungsstandard einigen und sich dann auch gegenseitig überprüfen. Das ist ja in dieser Konstellation unmöglich. Und ja, es müsste eine große, ich sag mal so, wenn jetzt innerhalb dieser BRICS-Staaten, dieser 10 Länder, wo sie jetzt sind, eine Einigkeit besteht innerhalb der jetzigen Regierungen. Sei einmal so hingestellt, die vertrauen sich alle und so, und das passt. So, dann habe ich in den nächsten 4 Jahren kann es funktionieren. Aber dann hast du ein Land, wo dann die Regierung wechselt, die Opposition dann kommt und die Dinge ganz anders sieht. Und schon geht's los. Und wieder fraktionelles Reservebanking entsteht, weil irgendeiner wieder anfängt, ein bisschen mehr zu drucken, wie was da ist, und weil halt alles nicht auditiert wird. Nur einmal natürlich, ja. Weil man wieder nur ein bisschen noch einmal mehr, und es kann nichts zu keinem Zeitpunkt überprüft, auditiert werden. Es ist nicht vertrauensfrei, es bleibt physisch damit konfiszierbar. Es bleibt nicht handhabbar auf diese Art und Weise. Es bleibt kaum abwickelbar aufgrund dieser ganzen Kosten, die damit einhergehen, um das Ganze zu befördern. Und gleichzeitig, ja, haben wir hier ein TikTok Next Block Kassenbuch, ja, das weltweit dezentral, unkorrumpierbar, unkonfiszierbar im Cyberspace entstanden ist, in dem sich jeder erlaubnisfrei beteiligen kann, bedienen kann. Jetzt haben wir zum Beispiel, auf das die Amerikaner, die sie gerade fertig machen wollen, gerade 100% aufspringen. Auf dem da zufällig alle drauf aufspringen, ja. Das ist ja in Ordnung, ja. Und jeder von denen, wie sie hier gerade stehen, weiß, dass sie sich sofort in den Nachteil begeben würden, wenn sie jetzt auf den Goldstandard zurückgehen würden, weil die bessere Technologie existiert. Allein die Existenz von dieser Technologie würde denen einen Nachteil verschaffen. Weil wenn dann jetzt
sage ich mal, ein Gegenblock, der sich vielleicht dazu bildet, sagt, okay, gut, dann machen wir halt Bitcoin-Standard, dann macht doch ihr Gold-Standard, dann gucken wir mal, wer flexibel im internationalen Handel hier zukünftig noch wettbewerbsfähig ist. Und also das wäre ein Zurück in die Steinzeit, da kann man dann auch gleich noch die Schreibmaschine und die Pferdekutsche wieder rausholen. Und ich glaube, das kann sich vor allem mit der Konstellation, die ja jetzt hier global mit einzelnen oder mit großen Ländern global verteilt stattfindet, ja, so gar nicht abgewickelt werden. Zudem haben wir jetzt ja noch Ambitionen gesehen von El Salvador, was ja da auch jetzt beitreten möchte, habe ich gehört. Und da schauen wir dann mal, was die vielleicht noch so mit an den Tisch bringen an Möglichkeiten. Und auch an der Stelle, genauso wie bei einem Donald Trump, kann mir niemand erzählen, dass ein Herr Putin nicht sehr genau über die Technologie und die Bedeutung der Bitcoin-Technologie und dieses internationalen, dezentralen Kassenbuchs, was er darstellt, Bescheid weiß. Ich glaube, ihm hat schon jemand gesagt, dass Bitcoin gar keine so eine schlechte Sache ist bei so einer Angelegenheit. Da ist nur die Frage, was wird hier nachher gespielt, was wird gezeigt, wann wird die Katze aus dem Sack gelassen, weil wie gesagt, die Anreize und die Spieltheorie auf Staatenebene gestaltet sich eigentlich so, dass das jetzt kein Muss ist. Ne? Da muss jetzt keiner irgendwie hier, wie sagt man da, voranpreschen. Ne? Also da ist im Prinzip, Jeder Tag, wo sich keiner dazu bekennt, ist da echtes gutes Geld wert. Ne? Also deshalb lass doch die Dinge mal so kommen, Tropfen bei Tropfen, bis das Fass dann halt so weit überläuft, bis es dann halt überläuft. Ne? Aber bis dahin hat hier jeder und auch von den Beteiligten, wie sie da stehen, auch auf eine faire Art und Weise, auf Augenhöhe die Möglichkeit, hier in einen Wirtschaftsaustausch mit auf dieser Grundlage Bitcoin-Währungssystem einzutreten, was einfach auf Augenhöhe stattfindet und für jeden fair und niemand einen Nachteil ausspielen kann. Jeder hat die Möglichkeit, hier vorhandene Energie in Watts und in den Cyberspace und in Bitcoin zu transformieren und sich dann entsprechend damit abzusichern. Und ich könnte mir nicht weniger vorstellen, als dass alle Beteiligten, die da vorne stehen, über diese Thematik Bescheid wissen. Ich glaube nicht, dass das denen irgendjemanden erzählen muss. Und dass auch kein Bitcoiner kommen muss und sagen, hey, guckt euch doch vielleicht mal Bitcoin an. Ja, wo bist du denn gerade auf der Lernkurve? Hast du schon gewusst, das Ding ist komplett erlaubnisfrei und so, hey, ist voll cool und so, kauf dir mal einen Ledger. Ja, glaube ich nicht. Ja. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass die Dinge da so ja Stück für Stück vor sich hin plätschern. Und nochmal, es muss ja niemand, ne? Man muss ja niemanden überzeugen. Das ist ja das Schöne daran. Das ist ja einfach wie bei Schießpulver. Muss ich jetzt gleich jedem erzählen, dass ich Schießpulver erfunden habe und über große Mengen an Schießpulver verfüge, wenn alle anderen noch mit Messer rumrennen? Oder wie handhaben wird diese Thematik? Und ich denke, da an der Stelle verhält sich es einfach ähnlich. Ja, vielleicht ist er Putin einfach hier, Satoshi. Dem wäre es wohl zuzutrauen. Maybe. Machen wir mal. Weil, also China hält ja, Coco, du hast es immer im Blick, wer wie viel Bitcoin hält. China hält ja 190.000. Die halten annähernd so viel wie die Amerikaner. Warte. Die haben genau 190.000. Ja. Die Chinesen bei 190, gell? 190. Genau. Ja. Und Russland hält ja null. Offiziell ja. Ja. Also man kann davon ausgehen, wenn die These stimmt, dass Russland ja auch ein bisschen irgendwo was in der Hinterhand hat. Naja, schauen wir mal. Kann man natürlich viel spekulieren. Aber ja, Putin ist... Genau, deshalb tun wir das ja auch. Wir spekulieren hier ja. Das ist ja alles Spekulation. Und in unserem Raum macht ja jeder seine Wette. Russland nimmt sich dann die von der Ukraine. Oh ja, stimmt. Die 0,2. Die von der Ukraine, liegen die auf einer Adresse? Oder ist es so, wird es mit diesen Spenden an die Ukraine berechnet? Keine Weil ich glaube, die sind weg. Tight Government... Die, wer war es, eine ukrainische Bürgermeisterin, irgendwas mit einem Kofferraum voll Cash, mit Euroscheinen?
Also ich glaube, die Bitcoin, das sind auch so 46.000 Bitcoin. Aha. Also, wenn die wieder auftauchen, wahrscheinlich hat er sie schon, der Russe. Das war das Ziel Nummer 2 in der gleichen nach dem Biolaborn. Genau. Definitiv. Naja, Aserbaidschan hat Mitgliedschaft in der BRICS-Gruppe beantragt. Das zeigt uns, dass hier die Dinge, also dass diese BRICS-Gruppe größer und größer und größer wird. Wird interessant, wie weit die Amerikaner da als Gegengewicht agieren, wie weit sich die Europäer da in die eine oder andere Richtung bewegen, ob wir, wie es im Kalten Krieg war, wie diese Blockbildung sehen werden, oder ob wir mit einem Donald Trump dann vielleicht sogar eine, wie hieß es damals, diese Entspannungspolitik, da gab es einen Begriff, fällt mir jetzt nicht ein. Also ob wir, und es ist natürlich zu hoffen, jetzt wieder nach dem Januar eine gewisse Entspannung sehen werden, Trump hat schon angekündigt, den ein oder anderen Konflikt innerhalb von 24 Stunden beenden zu können. So, dann kleine Nachricht aus UK, aus England. Warnung, gestern haben wir festgestellt, dass Sie die Regierung auf Facebook kritisiert haben. Ihr Account wurde daher für die nächsten 14 Tage suspendiert. Satire oder echt nicht mehr ganz klar zu sagen. Ein 61-jähriger Mann wurde jetzt verhaftet und verurteilt für 18 Monate Haft. 18 Monate waren es, glaube ich, weil er die etwas naive Frage gestellt hat, who the fuck is Allah, was man natürlich so oder so auslegen kann. Selbst der Telegraph, der britische Telegraph, hat festgestellt, dass man ja das Gebiet eines freien Landes sozusagen verlassen hat. Und ja, ganz klar, die Tyrannei wieder eingehalten hat. Aber wenn man sich die englische Geschichte anschaut, ist es ja nicht das erste Mal. Vielleicht müssen die Sachsen mal wieder ran, kann ja sein. Ja, völlig unpassende Geschichtswitze. Wir blicken auf einen durchaus interessanten Vorfall vor Sizilien. Milliardärsjacht sank in nur 60 Sekunden. Und hier kamen mehrere Milliardäre ums Leben, unter anderem der wohl reichste Brite. Sein Name, das haben wir natürlich nicht. Ja, Mike Lynch, ein britischer Tech-Milliardär. Seine Frau Hannah, der Präsident von Morgan Stanley International, also einer riesigen Bank. Ja. Jonathan Klingmann mit Frau, Lynchs Anwalt Chris Morvilli und Frau Nader. Und ein weiterer Todesfall in diesem Bekanntenkreis gab es in den USA. Da wurde am Wochenende ein Mitangeklagter von Lynch in einem Fall in den USA totgefahren. Er kam ebenfalls am Wochenende ums Leben. Und es riecht doch dann schon ganz etwas nach einer gewissen Story. Und wenn man sich hier Bilder auf Twitter anschaut, es scheint wohl so zu sein, dass eine Windhose, also ein Mini Tornado oder ein Tornado gibt es nicht auf dem Meer. Ein Hurricane müsste es sein. Ich weiß noch nicht, ob es im Mittelmeer jetzt Hurricane heißt oder anders, aber eine Windhose, versteht jeder. Und die war so klein, dass sie wirklich nur dieses eine Schiff zum Kentern gebracht hat. Aha. Genau. Hm. Genau. Und außerdem muss ich sagen, für eine Militärsjacht ist es eigentlich ein sehr, fast schon peinlich kleines Boot. Okay. Da gibt es auch diesen Vergleich mit den zwei Yachten. Den Unterschied zwischen einem Millionär und einem Milliardär. Mhm. Habt ihr schon mal gesehen, diese eh schon große Yacht und dann nochmal eine Milliardärsjacht. Aussieht wie ein Rettungsboot dagegen. Ja. Es ist ein schönes Schiff hier natürlich. Also eigentlich nicht ganz so protzig, wie man sich das vorstellt, aber ja, eventuell wird man da in der nächsten Zeit etwas mehr erfahren. In 60 Sekunden ist die gesunken. Das ist sehr, sehr, sehr schnell. Mhm. So, Coco, du hast heute schon wieder ein bisschen den Fußball angesprochen. Wo wir gerade, ich bin immer so sarkastisch, wo wir gerade auf den Wellen waren, wollte ich schon sagen. Hier ist es ein von den Fans
besessenes Fußballteam in Hawaii wird wohl jetzt die Bitcoin-Welle surfen, wie sie heißt. Mhm. Es ist, aber das ist kein Soccer, das ist eher Football. Makane FC. Also man möchte Bitcoin und digitale Assets nutzen, um die Fan-Ownership, also die Fans besitzen wahrscheinlich ähnlich wie bei Union Berlin, die Fans besitzen den Club und sie möchten eventuell ein professionelles Fußballteam auf der Insel eben etablieren. Ja, nur ein kleines Beispiel dafür, wie Bitcoin bei ganz normalen Menschen weltweit Woche für Woche einfach einzieht und als einfach Vehikel benutzt wird, um sich hier das Leben zu verschönern. So, dann haben wir noch die 7.162 Milliarden, also 7 Billionen 162 Milliarden in ungesicherten Schuldverschreibungen, die in US-Bank-Accounts vor sich hingehen, während die Kunden eben null Schutz von der Bundesregierung erhalten. Also egal, wenn man blickt, auch dort ist es so, dass die Dinge auf Kante genäht sind. Und dazu noch kleine Aussage von unserem Freund Donald Trump. Hören wir uns kurz an. Mhm. Hört ihr das? Nee. Nicht gehört. Okay, dann gehe ich kurz raus. Geht wieder, genau. It'll be a blow up like you've never seen before. Jetzt hört man es, oder? Mhm. Ja, ja. Okay. It'll be a blow up like you've never seen before. It'll be a bankruptcy of the entire system, probably the nation itself. It'll be a Also, es wird eine Explosion geben, wie Sie noch nie zuvor gesehen haben. Es wird das Bankrott des gesamten Systems sein, wahrscheinlich der gesamten Nation selbst. Das ist wohl eine Aussage, die er jetzt eben erst getätigt hat in New Jersey. Und ja, wir sind gespannt, was da herauskommt. Unten freut sich einer. Wir freuen uns schon. Ja, wir werden sehen. Also da darf man, wie soll man sagen, Veränderungen bringen natürlich immer auch Opfer mit sich. Und ich hoffe inständig, dass sich das Ganze im Rahmen hält. Natürlich, es ist jetzt schon so, dass dieses Finanzsystem per se schon Opfer fordert und das seit mehr als 100 Jahren. Und ja, hier kann man tatsächlich nur darauf hoffen, dass die Menschheit genug Kraft, Hirn und Herz hat, sich hier für das richtige System zu entscheiden und eben nicht hier auf XRP, XRM und so weiter aufspringen zu müssen. So, und dann hier noch meine letzte Meldung für heute. Wir haben vorher auch schon dieses gradually, then suddenly, also erst langsam da oder allmählich und dann plötzlich gesehen. Und hier haben wir einen Vergleich Bitcoin versus dem Internet. Und zwar geht es hier um die Adoption. Etwas, was wir immer wieder gesagt haben. Wir befinden uns momentan im Jahr 2024 natürlich, man weiß es nicht genau, irgendwo um 400 Millionen Bitcoin-Nutzern. Das entspricht den Internetnutzern im Jahr 2000. Also sind wir doch schon fortgeschritten. Aber 2000 natürlich, gab es 2000 Google noch? Gab es schon? Also vielleicht allerhöchstens als kleine Firma, noch nicht als der Gigant, wie heute da stand. Es gab noch keine iPhones, es gab noch keine künstliche Intelligenz, es gab noch kein Bitcoin. Es gab eigentlich relativ wenig. Es gab sogar noch die World Trade Center. ja, eine andere Welt, wenn man heute drüber nachdenken. Ein Vierteljahrhundert her. Und wenn wir uns die Entwicklung des Internets seit 2000 überlegen, also ich denke, die allermeisten Menschen der Welt haben 2000 noch keinen wirklichen Use Case fürs Internet gehabt. Das ging dann erst die
das ja, darauf folgende Jahrzehnt los und endgültig natürlich erst dann mit dem Smartphone. Und heute ist es ja ohne Internet für viele eigentlich nicht mehr vorstellbar. Und ja, das ganze Vierteljahrhundert her, 25 Jahre her. Wenn wir heute den Bitcoin nehmen, 25 Jahre in die Zukunft schauen, dann sind wir auch ungefähr dann im Jahr 2050, haben 5 weitere Halvings hinter uns, 5. Und ja, ich bin gespannt, ob wir immer noch um 21 Uhr. Du darfst eins nicht vergessen. Der Punkt ist ja, diese Internetadaption und das, was davor war oder was dazu geführt hat, die Möglichkeiten und den Netzwerkeffekt, der damit einhergegangen ist, der hat ja natürlich nochmal auf einer anderen technologischen Grundlage stattgefunden ist. Da war ja, ne, da gingen ja die Informationen zu dem Zeitpunkt nicht so schnell um die Welt, wie sie heute möglich sind, um die Welt zu gehen. Und die Use Cases, das waren alles, ja, dann vielleicht für diejenigen, die das Potenzial des Internets früh erkannt haben, die haben sich damit aufgestellt, die haben eine E-Mail geschrieben, die haben eine Homepage gemacht, die haben, keine Ahnung, sich mit einem Mobiltelefon ausgestattet, whatever. Ja, man war aber mehr oder weniger noch der Freak. Da war man ja noch der Freak, genau, was auch immer dann da alles noch an Möglichkeiten dann mit einhergegangen ist. Der eine hat vielleicht angefangen, kein Buch mehr zu drucken oder keine Zeitung oder kein Magazin mehr zu drucken, sondern eine PDF rauszubringen, wie auch immer. So. Und ja, das war halt dann auch, sage ich mal, nice to have und man hat es halt auch gemacht. Die Use Cases, die kamen so, einer nach dem anderen und es war halt so, jeder, der sich diese Technologie zunutze gemacht hat, der hat sich halt ja klammheimlich einen Wettbewerbsvorteil nicht erschlichen, aber erarbeitet, weil er war früh dran, er war da mutig, er hat sich auslachen lassen, ja, er war dann vielleicht der Freak aus dem Internet und diejenigen, die dann mit ihrem Faxgerät unterwegs waren, die haben ihn ausgelacht, warum er jetzt sagt, es gibt bald nur noch E-Mail und so Geschichten. Und er hat sich getäuscht. Die deutsche Wirtschaft baut heute noch auf Faxgeräte auf. Natürlich, mit Ausnahme, ne, ist klar. Und die, und natürlich klar, ich meine, die früh angefangen hatten, die haben einen großen Vorteil nachher gehabt. Die waren früher dran und die haben natürlich das, was das Internet gemacht hat, im Prinzip. Und die Technologie, Netzwerktechnologie an der Stelle, viele Dinge aus der echten Welt dematerialisiert. Ich meine, was haben wir heute alles auf einem Handy, ja, was früher noch für eine physische Notwendigkeit hätte. Ich sage jetzt nur mal, weil mir nichts Besseres einfällt, Taschenrechner oder Wasserwaage, ja, oder Buch oder Radio, whatever. Und das war ja alles schön und gut. Ha? Eine Wasserwaage. Eine Wasserwaage. Gut, ja. Nicht diese scheiß Wasserwaage-App auf dem Handy. Ne? Einen wunderbaren bayerischen Begriff. Messer hat es noch nicht. Was sagst du? Blodernscheitel. Okay, ist das eine Wasserwaage auf Bayerisch? Ein Blasenbrett. Ein Blasenbrett. Okay. Alles gut. Ja. Genau, und der Punkt, es war einfach nicht, man hat es machen können und es war natürlich sinnvoll für jeden, der es gemacht hat, rückblickend. Und je früher jemand dran war, desto besser stand er nachher da. Jetzt ist es aber so, jetzt stehen ja diese, es ist ja diese Infrastruktur bereits vorhanden, damit Informationen in so einem Bedarfsfall sehr, sehr, sehr schnell die Runde machen können. So, und wenn jetzt zum Beispiel sowas eintritt, wie was uns der Herr Trump gerade wieder gesagt hat, dass hier jetzt mal auf Deutsch gesagt uns alles um die Ohren fliegt, was die ganze Finanzgeschichte angeht und was natürlich den ganzen Anschein macht schon die ganze Zeit, ja, dann gibt es natürlich einen einzigen Use Case für eine einzige neue Technologie und das ist dann nicht mehr unbedingt, das ist dann nicht mehr eine freiwillige Einladung, doch jetzt mal neugierig zu sein, sondern das ist eine knallharte Notwendigkeit, um zu überleben und zwar finanziell zu überleben und, sage ich mal, den Werte zu sichern und den Wert, den man aktuell in dem Fiat-System hat, dann in dieses neue System zu transportieren oder sich dann zwangsweise mit dem neuen Ding anzu. Ne? Ich meine, die Zeitungen sind nicht von heute auf morgen auf Knopfdruck verschwunden oder die Faxgeräte. Ne? Aber wenn natürlich dieses Fiat-System uns hier um die Ohren fliegt, was schon in der Vergangenheit auch immer um die Ohren geflogen ist, aber dann immer bewusst abgeschalten und resettet worden ist unter Zuhilfenahme eines Fiat-Money-Printer bezahlten Krieges, ja, und diesmal aber diese Ablenkung ausbleibt und dann halt nur die Finanzwelt in der Art und Weise, wie sie hier beschrieben wird, zusammenkracht,
Naja, dann haben wir schon in Weimar gesehen, dann war auch Lieschen Müller sehr schnell bei anderen Technologien und Möglichkeiten, wenn es da ums nackte finanzielle Überleben geht. Und da hat man Schubkarren voller Geld. Nee, das war tatsächlich so. Wenn Money Dies heißt es, glaube ich, ein Buch aus Weimarer Republik. Da hat dann auch der Bankangestellte am Schalter dann zur Hausfrau gesagt, du kauf dir mal Aktien, weil das wird nichts mehr. Und guck, dass du irgendwie noch ein paar Fremdwährungen kriegst, weil da ist alles bald Game Over so. Und wenn halt, da wurde man dann halt findig, ne, und aus der Not heraus. Und an der Stelle sollte so eine Situation auch wieder eintreten, dann haben wir ja Gott sei Dank den Vorteil, dann ist auch der Bitcoin an dieser Stelle nur einen Klick für dich entfernt. Ja, aber man sollte dann schon ganz genau wissen, was man tut. Und die Frage ist, ob man dann nicht sich in einer Situation wiederfindet, wo das Ganze sehr, sehr viel stressiger stattfindet, da im Rettungsboot noch einen Platz zu finden. Wir haben es jetzt gerade auch von der Coco nochmal gesehen, 0,26% überhaupt noch werden in der Lage, einen Bitcoin zu haben. Na, wenn dann global, in diesem global vernetzten Finanzsystem, diese Notwendigkeit für diesen einen Use Case Bitcoin aus finanztechnischer Sicht stattfindet, dann kann es halt sehr schnell sehr eng werden. Und ich glaube auch, dann sind wir halt in einer Situation und es gibt die Infrastruktur heute auch her, dass es hier eine exponentielle Bewegung gibt und vielleicht sich überhaupt dann bald die Frage stellt, ob dieses alte Maß an Fiat-Bemessung überhaupt noch Sinn macht. Ne? Das könnte ich mir so vorstellen. Und vielleicht ist aber dann auch selbst in der Situation mit dem Bitcoin auch die berühmt-berüchtigte, schon oft angesprochene Smooth Transition, die dann im Notfall helfen kann. Das wäre natürlich wünschenswert. Ja, ist nur natürlich alles eine Frage der Zeit, aber wir haben eine Gemengelage, wo das wirklich innerhalb von quasi wenigen Monaten gehen kann. Weil eigentlich sagt man ja auch der normale Bitcoiner sagt ja, das werden wir alles nicht mehr erleben, das dauert Jahre, bis die totale Annahme kommt, das dauert eventuell Jahrzehnte. Es kann aber in meinen Augen wirklich sehr schnell gehen. Es kann. Ja, es ist halt die totale. Genau, und die ist genau einen globalen Finanzkollaps entfernt, diese globale Zwangsverordnung. Ja, wobei, und wie gesagt, aber es wird immer freiwillig sein. Ne? Und, aber naja, die Frage einfach dann, wie schnell kann es gehen? Nee, also die Bemessung, die passiert dann eh von allein, wenn jeder Bitcoin benutzt, weil es eben das Einzige ist, was noch Sinn macht. Dann wird es auch sehr schnell, auch in der globalisierten Welt natürlich, nicht mehr alles in Yen umrechnen, weil du alle 3 Stunden den Yen-Preis verdoppeln darfst. Ja. Natürlich wirst du es irgendwann aufhören und einfach nur in Bitcoin rechnen. Vor allem, wenn dein Geschäftspartner eben in den USA sitzt oder woanders sitzt und das wird organisch passieren, wie alles andere beim Bitcoin. Wenn sich dreimal die Preise am Tag ändern, so wie es in Argentinien schon der Fall war, Venezuela, Weimar, dann, whatever. Dann heißt, Bitcoin ist zu wenig volatil. Genau. Ja, Also Fiat-Währungen kollabieren und das auf der ganzen Welt und das schon immer. Und das ist nur, weil wir da so ein bisschen nah an der Reserve-Leitwährung sitzen, für uns ein bisschen weniger nachvollziehbar. Aber das sind Dinge, die passieren und am Ende des Tages halt einfach auch und über Nacht. Ja? Deutschland hat übrigens auch schon, jetzt sei es mal dahingestellt, Deutschland, BRD, also sagen jetzt mal Deutschland hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, schon 7 Staatspleiten erlebt. Und zwar damit deutlich mehr zum Beispiel auch als Griechenland, was man ja so gar nicht verortet hat. Und die Deutschen jetzt, denken ja. Jetzt. In welchem Zeitraum? In Summe, glaube ich. Also ich habe das mal in diesem, da gibt es so ein Buch, die Crash-Vorsorge oder so irgendwas. Also da geht es dann eben auch drum, ne, so um Weimar und Vermögensabgabe und Lastenausgleichsgesetz und, weil man ja immer so denkt als guter Deutscher, Deutschland ist alles so Bene und Prall und was weiß ich. Und es sind immer die anderen Länder. Also das ist es nicht. Mal so. Und wie gesagt, bleiben wir schon. Ja, wenn du jetzt im Osten wohnst, dann haben sie dir schon, bis du grad, also im Osten aufgewachsen bist, je nachdem, wie alt du bist, aber wenn du jetzt in meinem oder in unserem Alter bist, jetzt um die
Muss ich schon sagen, um die 50 oder darf ich schon sagen, um die 40? Noch? Um die 25 haben wir doch gesagt. Achso, ja, ich habe mir. Wieso merkst du dir das nie? Ja. Weil man dann eben noch nicht so viel gesehen hat. Aber du hast jetzt, wenn du 1980, sage ich mal, geboren bist, in Ost-Berlin, hast du schon die Ostmark gehabt, hast du schon die D-Mark gehabt, bis es gerade bei einer der dritten Fiat-Währung. Oder? Habe ich was vergessen? Mhm. Ja. So. Und okay. Diese dritte Fiat-Währung, die. Also ich sage mal, die stabilste war die zweite. Bis zu einem gewissen Grad. Und anfangs immer wieder dann, ja. Ja. Aber es ist also in jeder Fiat-Währung, egal wie sie zustande gebracht wurde, ist einfach dieser einprogrammierte Bug oder wahrscheinlich für die anderen eher ein Feature, dass du diesen Kaufkraftverlust mit drin hast über Zeit. Und das ist gerade mal, wenn sobald jetzt hier frisch, ne, die D-Mark dann und so, dann ist zu dem Zeitpunkt sicherlich dann ja auch entsprechend erkennbar am Wirtschaftswachstum, dass das Ganze noch gut funktioniert und auch eine Zeit lang völlig Sinn macht. Aber dabei bleibt es halt nie. Und das liegt halt einfach daran, dass das Zeug aus dem Nichts gedruckt wird, in völlig willenloser, willkürlicher Menge. Ja. Und damit sind wir schon bei Tech and Culture. So sieht's aus. Smooth. Smooth Transition. Ja, genau, da können wir tatsächlich anknüpfen. Da sind wir jetzt gerade gar nicht so weit weg mit dem, was da noch so einhergegangen ist diese Woche. Und zwar haben wir hier den guten Alten, der ein oder andere erkennt ihn vielleicht gleich, Nixon, der Gute. Es war seinerzeit 1971, das ist jetzt nichts falsch, genau, und der August. Der 15. August 1971, also genau vor 53 Jahren, als man hier so im Abendprogramm in der Kürze mit Würze den US-Dollar vom Goldstandard entkoppelt hat, beziehungsweise den Goldstandard ausgesetzt hat und auch an dieser Stelle die Kaufkraft des US-Dollars stark erodiert hat. Da können wir vielleicht nochmal kurz reinschauen. Das ist immer wieder, finde ich, ganz interessant, wie schnell sowas ging. Das war die eine Ansage hier. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. Also ganz wichtig, hier wurde der Secretary of Treasury angewiesen, die Kaufkraft des Dollars natürlich abzusichern, zu verteidigen gegen böse, böse, böse Spekulanten im Markt. Und das war damals der Vorwand, den man genommen hat, um dann zu sagen, wir haben hier, jetzt kommt es glaube ich gleich noch, hören wir dann, temporarily suspended the gold Standard oder die Kopplung des Dollars ans Gold. Das hören wir uns gleich noch an. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar. Also die Convertibility, die Umtauschbarkeit zwischen Gold und Dollar. In the gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability. Also sagt vor allem temporär. Also immer nur temporär, ganz wichtig. Temporär und wir haben den Zustand aber immer noch. And in the best interest of the United States. Now, what is this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me later rest. Große technische Angelegenheit, sagt er hier, was bedeutet das tatsächlich für Sie? Later rest, the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. Also er argumentiert hier mit dem Vorwand, dass die Kaufkraft ausländischer Waren nachlassen würde. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Aber natürlich für die
vor Ort die Amerikaner, wird der Dollar die gleiche Kaufkraft haben. Also hier hat man einfach irgendwas an den Haaren herbeigezogen, von spricht von irgendwelchen Spekulanten im Markt und man müsste jetzt hier, ja, temporär natürlich, wie gesagt, die Austauschbarkeit zwischen Dollar und Gold aussetzen. Und das war im Prinzip, ja, das offizielle Einläuten für den Fiat-Standard. Ja, an der Stelle ging es im Prinzip mit dieser Ansage los. Und das hat man auch schon mal dabei. An der Stelle vielleicht, das ist die gute alte WTF happened in 1971.com Website, wo wir sehen ganz viele Statistiken und Diagramme, schöne Schaubilder, alles gesammelt, was dann danach genau geschehen ist, 1971. Und da jetzt mal nur so ein paar rausgegriffen, zum Beispiel Elektrizität, Essen und dann der Konsumerpreisindex, also Warenkorb, Inflation im Prinzip, hier Elektrizität, Früchte und Essen, ne? Also alles mehr oder weniger safe and sound, die Jahre davor, gut ist, ne? Und dann ab 71, also das waren dann noch die 60er Jahre, die 70er Jahre, und dann war das alles relativ stabil und das Ganze ist dann einfach ab 71 explodiert. Genauso wie, dann gibt es immer noch ein paar schöne Geschichten hier, was war das? Das war Median House Prices, ja, also die durchschnittlichen Hauspreise oder zum Beispiel in New York, in Boston, hier haben wir gelb und hier haben wir blau und dann haben wir das damit einhergehende Einkommen, ja, also auch die ganzen Hauspreise sind dann explodiert nach 71 und denke ich mal, so mit am signifikantesten, was dann hier zu Buche geschlagen hat, war natürlich hier die US National Debt, also die nationalen Schulden, zwischen hier dargestellt 1900 und 2020 und auch hier 1900, so ja, also alles sehr moderat, man kann eigentlich sagen bis in die 70er Jahre mehr oder weniger safe and sound, gleichbleibend, alles stabil, und das Ganze ist dann einfach nur explodiert, wo man dann halt Geld aus dem Nichts gedruckt hat und das alles entkoppelt hat. Und wie gesagt, es ging hier mit einer Ansage im Vorabendprogramm. Ja, und wie gesagt, sehr spannende Geschichte, absoluter Klassiker auch zur Bitcoin-Research. Damit fangen viele Reisen in den Bitcoin-Kaninchenbau und sind im Verständnis von Sound Money und gutem Geld an. Hier WTF happened in 1971.com ist die Internetseite dazu. Einfach eine Sammlung an Statistiken, die sehr stark alles, die alles sehr eins gemeinsam haben, und zwar einen negativen Ausschlag ab 1971, genau zu diesem Zeitpunkt, wo man das hier so gehandhabt hat, wie das der Herr Nixon hier gemacht hat. Genau. Dann haben wir auch noch ein Geburtstag diese Woche. Und zwar hatten wir hier exactly 16 years ago, also genau vor heute, das war dann jetzt am 20. Ja, das war tatsächlich dann heute. Exactly 16 years ago today, Satoshi Nakamoto first emailed Adam Beck about Bitcoin. Also genau vor 16 Jahren am heutigen Tag hat ein gewisser Satoshi Nakamoto einem Adam Beck zum ersten Mal eine E-Mail geschrieben und diesen über Bitcoin informiert. Auch heute noch arbeitet Adam an der Zukunft des Geldes. Zwei Legenden, ein Vermächtnis. Das war auch einer auf der Cypherpunk-Mailingliste. Adam Beck auch einer derjenigen, der im Original White Paper von Satoshi namentlich benannt wurde. Und ja, wie gesagt, der heute noch mit Blockstream sehr aktiv und eine angesehene Koryphäe im Bitcoin-Space ist. Und an dieser Stelle, er war zunächst, also er hat ja den, es war ja den, der Proof of Work, den er hier auch abgegriffen hat, ja, der Satoshi von dem Adam Beck, das war ja zu seine Entdeckung ursprünglich. Und die E-Mails gibt es ja heute noch, kann man sich ja anschauen. Er war eigentlich erst gar nicht so sehr beeindruckt, der Adam Beck. Es war jetzt nicht so, dass er die E-Mail gelesen hat und Hurra geschrien hat. Er hat sie eigentlich eher mal liegen lassen und war noch an anderen Dingen. Und kam dann aber auch irgendwann dazu und war damit dann auch nachher auch einer der Ersten, der den Bitcoin verstanden hat
und die Bedeutung des Bitcoins über diese vielen Jahre der Entwicklung im Hinblick von der Findung eines digitalen Geldes, eines elektronischen Geldes durch Verschlüsselungstechnologie, dann dessen Bedeutung verstanden hat und dann auch mitgewirkt hat. Dann haben wir nochmal, wenn wir gerade so ein bisschen bei der Bedeutung des Geldes sind und auch, wir hatten es jetzt gerade vorher davon, bei der Notwendigkeit des Bitcoins, wo wir jetzt auch nochmal gerade drüber gesprochen haben, sind dann dazu auch nochmal ganz spannend, hören wir rein, und zwar der gute Jack Mallers, seines Zeichens hier der Geschäftsführer von Strike, was ja auch ein internationales, eine Plattform ist und wo man Bitcoin kaufen kann oder auch mit Bitcoin und unter Zuhilfenahme des Lightning-Netzwerkes weltweit bezahlen kann. Der war hier beim guten Mark Friedrich und hatte ein Interview und er äußert sich hier nochmal zum Thema Bitcoin-Standard und ja auch die Notwendigkeit, sich diesen anzueignen. Und da hören wir gerade mal rein. How do you see the transition to a Bitcoin standard? Because I wrote a book in which I said that we need a big reset to get a new debt-free system. Do you agree? Also hier die Frage für die mitschauen oder jetzt nur zuhören, vielleicht noch gesagt, steht auch als Untertitel dran, die Frage hier von Mark Friedrich, wie sieht es denn aus zum Thema Bitcoin-Standard? Er ist ja hier der Meinung, das System bräuchte einen Reset und müsste mal schuldentechnisch abgewickelt werden. I don't disagree, yeah, because that would make sense, but I don't agree in the sense that I think that's what we need or has to happen. Er ist damit einverstanden, aber er sagt nicht, dass das passieren muss. I mean, the coolest thing about Bitcoin, I like the term opt-out technology, because I don't need to convince anyone else. That's the other thing about Bitcoin. Er sagt hier, eine der coolen Sachen an Bitcoin ist, dass es eine Opt-out-Technologie ist und das heißt im Prinzip, man muss da gar niemanden davon überzeugen, dass er jetzt Bitcoin kaufen soll. Hey, to my buddies, you guys should buy Bitcoin. They're like, oh, I'm scared. Like, well, that sucks. And I move on. Sagt, wenn er jetzt zu jemandem sagt, hey, pass mal auf, du solltest dir unbedingt Bitcoin angucken und du solltest da ein bisschen was kaufen. Und er sagt, ah, nee, da habe ich jetzt Angst davor, das ist mir zu wild. Und dann sagt er einfach, na, okay, Pech ist egal, kein Problem. I don't need you to adopt it for me to get benefit from it. So, der Punkt ist, es ist nicht die Notwendigkeit da, dass sein Kumpel Bitcoin kauft, damit er davon profitiert. Das ist das Schöne daran. Right, so Bitcoin's opt-out technology, which makes it peaceful. Bitcoin ist also eine Opt-out-Technologie, die ihn friedlich macht. Right, but it's a free choice. Eine freie Entscheidung. Der Punkt ist die freie Wahl. Point being is free choice. So what do I think we need for the world to be on? Was brauchen wir also meiner Meinung nach, damit die Welt auch einen Hartgeldstandard kommt? A hard money standard? That's a question for the world, because I'm already on a hard money. Und das ist eine Frage für die Welt, denn ich bin bereits auf einem harten Geldstandard. Money standard, you know what I mean? So like if Bitcoin goes up, you know, around. Also wenn der Bitcoin also Jahr für Jahr um 100% steigt, ist alles in meinem Leben um die Hälfte billiger geworden. About 100% year over year, everything in my life has been getting cheaper, half off, 100% growth, 2x. 100% Wachstum, zweimal. So everything in my life's been getting alles, also wird alles in meinem Leben seit 10 Jahren jedes Jahr um die Hälfte reduziert. Half off every year for 10 years. So I'm on a hard money standard. Also ich bin also schon auf einem harten Geldstandard. I live with peace. Ich lebe mit Frieden, ich lebe mit der Liebe. I live with love, I live with truth. Ich lebe mit der Wahrheit. Self-agency. Ich lebe mit der Selbstbestimmung und mit mir. And with me. And I live with a money. Und ich lebe mit einem Geld, das es mir ermöglicht, von all der Innovation der Menschen und all dem Wachstum zu profitieren. That enables me to take benefit from all the innovation of humans and all the growth. People are building AI and shit. So everything in my life gets cheaper and cheaper, the better human. Also alles in meinem Leben wird also immer billiger, je innovativer die Menschen innovativ werden. Humans innovate. So I don't know. You should ask someone who's on a weak money standard. Du solltest jemanden, der auf einem schwachen Geldstandard operiert oder hat einen schwachen Geldstandard, hat Fragen, wie es für ihn weitergeht. What it's gonna take for them. But that's the beautiful thing. It's like, und das ist das Schöne daran, dass ich nicht die Regierung brauche, um zu sagen, dass wir zum Goldstandard zurückkehren. I don't need the government to say we're going back on the gold standard. All I do is ich hole nur mein Telefon heraus und sage, dass ich mit diesem Dreck fertig take bin. Take out my phone and say I'm done with this shit. So, you're already living on a bit.
Du lebst also schon bereits auf einem Bitcoin. Yeah. Standard. Bitcoin's opt-out Technology. Ja, Bitcoin ist opt-out Technology. All it takes is yourself. Alles, was du brauchst, bist du selbst. Deine freiwillige Entscheidung zu sagen, ich möchte auf einem harten Geldstandard leben. Und er hat da noch mal was Schönes dabei gehabt die Woche, das habe ich jetzt aber nicht dabei, wo es dann drum geht, muss ich sagen, ja gut, mein Aktienportfolio seit 2020 ist um 80% hoch, mein Gold ist so und so hoch und die Frage ist, gegen was, ja, auf diesem Fiat-Standard. Und die Frage ist, wie viel an Wert, wie verhält es sich denn im Hinblick auf einen harten Geldstandard, auf Bitcoin zum Beispiel, im Hinblick auf Energie, das, was der Bitcoin ja ultimativ verkörpert. Und da sieht es dann eher so aus, dass ein Aktienportfolio mit dem S&P 500 eher 75% an Kaufkraft gegenüber dem Bitcoin eingebüßt hat. Und das ist auch nochmal eine schöne Betrachtung. Das ist einfach, weil wir das ist immer der Maßstab, den man da ansetzt. Ja, und bisher hatten wir keinen Maßstab, der funktioniert, sondern wir hatten einen Maßstab, diesen Fiat-Geld-Maßstab, der aus dem nichts gedruckt, durch nichts gedrucktes Geld, nichts gedecktes Geld, ja, immer größer wird, auch immer den völlig falschen Maßstab zur Hand. Und der wird halt irgendwann gar nicht mehr anwendbar sein. Und Bitcoin ist da nichts anderes, außer der ganzen Geschichte den Spiegel entgegenzuhalten und zu zeigen, dass ja, das dauerhaft an Sinnhaftigkeit verliert, diesen Fiat-Geldstandard überhaupt anzusetzen, sondern die Frage ist, was muss ich nachher an was messen und was ist nachher denn das härteste Geld und der härteste Wert, der knappste Wert, das knappste Gut im Raum, das dann automatisch als ein solcher Maßstab angesetzt wird. Und im Idealfall hat dann die an der Stelle, je nach Verständnis dieser Technologie, die Menschheit zum ersten Mal überhaupt die Möglichkeit, hier einen echten, gleichbleibenden, konstanten Maßstab anzusetzen, der absolut geeicht ist, und zwar auf 21 Millionen Bitcoin. Und dann haben wir hier den Peter Thiel, seines Zeichens, er ist der Gründer von PayPal. PayPal-Founder, genau. Und Milliardär und auch er, bitte? Er wird in gewissen Kreisen immer so als Superbösewicht gesehen. Ach so, ja, Superbösewicht, ja, genau. Das ist ja das Schöne bei den Bitcoin, ist es ja eigentlich egal, wer ist, weil Bitcoin ist der Maßstab. Ich meine, die Bösen und die Guten, beide benutzen sie in Meterstab. Nee, also das Superbösewicht kommt nicht von mir. Ach so. Aber es hat eine gewisse Trump-Nähe und das reicht ja dann oft schon. Trump-Nähe, ja, natürlich. Ja, ja, schon. Ja, natürlich. Ja, das kann ja jeder, da kann sich ja jeder, jeder ein Bild machen und seine auf jeden Fall und sich fragen, ob es auch Sinn macht, Entscheidungen auf Grundlage dieses Bildes zu machen. Das ist immer noch die zweite Frage, die ich dann immer noch habe, ob das dann wertig ist oder nicht, oder ob man dann sagt, naja gut, ich schaue mal auf die Message und dann schauen wir mal, was das vielleicht für mich bringt. Genau, er äußert sich hier, das ist ja ein Joe Rogan Podcast, ob das jetzt ein aktueller ist oder schon ein bisschen älter, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, aber er sagt nochmal was Schönes und das haben wir nachher auch nochmal, wir haben nochmal einen kleinen Auszug hier von Trump aus Nashville dabei, vielleicht auch nochmal ein, zwei, es war ja doch ein bisschen tiefer gehend, was er da gesprochen hat, nochmal vielleicht ein, zwei Zeilen, die interessant sind, mit dabei, und auch er hier einfach mal sein Statement dazu, ja, was denn die Bedeutung von Bitcoin so sein könnte, und der wollen wir uns jetzt hier mal noch im Folgenden ein bisschen weiter annähern. Tech stagnation is that when something does happen, we don't even know how to process it. So, you know, I think... So, haben wir gerade nochmal geschwind hier zurück. Tech stagnation is that when something does happen, we don't even know how to process it. So, you know, I think Bitcoin was a big invention. We can debate whether it was good or bad. Es gibt immer wieder so Ereignisse, dass es Events gibt in der Technologie, dass man erstmal überhaupt Probleme hat, irgendwas einzuordnen, dass man überhaupt erstmal gar nicht weiß, Dinge, die immer wieder vorkommen, Entwicklungen, die auftreten, wo man die man gar nicht einordnen kann. Bad, but it was a pretty big deal. Und Bitcoin war zum Beispiel auch so eine Sache und es war wohl eine ziemlich große Sache, sagt er. And it was systematically underestimated for at least, you know,
the first 10, 11 years. Und der Bitcoin, diese Technologie wurde systematisch unterschätzt während der ersten 10, 12 Jahre. You know, you could trade it. It went up smoothly for 10, 11 years. It didn't. Du konntest es handeln. Es ist smooth nach oben gegangen im Preis. Get repriced all at once. Because we're in a world where nothing big ever happens. Und es wurde auch nicht neu bepreist, sondern es ist konstant einfach immer nach oben gegangen, weil wir einfach auch in einer Welt leben, wo scheinbar nichts Großes passiert und das dann wohl so nebenher einfach gelaufen ist. And so we have no way of processing it when something pretty big happens. Und deshalb ist es halt in so einer Welt für uns grundsätzlich schwierig, sowas überhaupt zu verarbeiten, wenn solche Dinge passieren. The Internet was pretty big in 99. Internet war 1999 eine ziemlich große Sache. Bitcoin was moderately big. Bitcoin war mittelmäßig große Geschichte. Internet was really big. Bitcoin was moderately big. And I'd say passing the Turing test is really big. It's on the. Und das Internet war sehr groß, Bitcoin war wohl mittelmäßig groß und dann diesen Turing-Test zu bestehen, also das ist im Prinzip das, was, das eine Technologie, die je länger sie, das ist die Theorie darüber oder die Erkenntnis darüber, dass je länger eine Sache besteht, desto stärker wird sie oder desto, man spricht ja bei Bitcoin auch von antifragil, besonders hier im Hinblick auf das Netzwerk. Also je mehr Teilnehmer und je länger das Ding existiert. Je länger existiert, das es besteht, umso weniger große Chance, dass sie wieder verschwindet. Dass es wieder verschwindet, genau. On the same scale. Und den hat wohl der Bitcoin in gleicher Weise bestanden, den Turing-Test, so wie den das Internet bestanden hat. The Internet. Ja, genau. Auch hier nochmal die die Einschätzung von Peter Thiel. Dann, und jetzt nähern wir uns mal nochmal so langsam ein bisschen nochmal vielleicht einem tieferen Verständnisversuch gegenüber dem Bitcoin. Hier, und da ist jetzt auch nochmal ein bisschen spannend, wir sind ja auch immer so ein bisschen zahlenaffin, haben auch wieder ein paar schöne Zahlen dabei. Ein Reddit-Post. Und der sagt, I finally understand Bitcoin. Ich habe den Bitcoin jetzt nun endlich verstanden. Es ist ein stilles Projekt, das im Hintergrund operiert. Es gibt da kein Gesicht dazu. Der Gründer hat es erschaffen und ist davongelaufen. Es ist wie eine elegante Uhr, die man in Bewegung gesetzt hat und die weiter vor sich her tickt. There's no promise, es gibt kein Versprechen über ein komplexes Protokoll, das die nächsten 3, 5 oder 10 Jahre weiter kommt oder auf dem Weg liegt. Na, haben wir die 3, die 5 und die 10, also ich habe nur hier Covifi gehört. It does what it is supposed to now with, es macht, was es tun soll, ohne sich selber zu bewerben oder irgendeine Werbung zu benötigen von seinen Gründern. Und weil es keine Selbstbewerbung braucht, um zu wachsen, fällt es auch nicht dem Marketing zu Opfer von charismatischen Anführern oder von gierigen Anführern oder von übertrieben komplexen Projekten. Sicherlich, es gibt einen Saylor, es gibt einen Mike Novogratz, die manchmal in diese Rolle reinfallen, das Ganze so ein bisschen als Fürsprecher da öffentlich, ne? Aber Bitcoin braucht die ultimativ nicht, um zu überleben und wird sie auch nicht brauchen, wenn sie sterben. Das Projekt arbeitet jetzt. It does what it's supposed. Es macht, was es soll. Und es wird weiterhin das tun, was es machen soll. It's the money of the future of our science fiction novels. Es ist das Geld der Zukunft unserer Science Fiction Romane. Es gibt da keinen Krypto-Chris-Marketing für irgendwelche beschissenen Kreditkarten oder Debitkarten. Es gibt hier keinen charismatischen Doc One, der hier einen Forbes-Artikel macht, keinen Steve Jobs, der ein schickes Foto macht, hier mit einem schwarzen T-Shirt und einem weißen Hintergrund. Es gibt hier keinen Jerome Powell, der hier auf magische Art und Weise das Money Supply, das Geldangebot erhöht, die Geldmenge erhöht. Oder irgendeinen Zauberstab, der hier
alle, der hier 9 Billionen US-Dollar aus der Luft auf die US-Bilanz zaubert. Ne? Bitcoin nimmt die Korruption aus den Menschen, weil die Menschen, die es erschaffen haben, davongeschritten sind. Sicherlich, Menschen werden korrupte Systeme um es herum bauen, aber Bitcoin selbst ist ein simples, reines und elegantes Vehikel, das vor sich her tickt im Hintergrund, so lange, bis das Ticken so laut wird, dass es niemand mehr ignorieren kann. Den fand ich ganz schön und der unterstreicht, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen das, was der Jack Mallers da dazu gesagt hat. Wie gesagt, es ist hier alles freiwillig. Es basiert alles auf Anreizen. Es gibt hier keinen Zwang und es gibt hier nur ein simples Protokoll und simple Spielregeln. Und jeder, der die Neugier hat und sich das anschaut, der wird zu einem gewissen Punkt kommen, um über diese Technologie und die Bedeutung für sein eigenes Leben eine Entscheidung treffen zu können. Und ich denke, das ist einer der lohnenswertesten Punkte, die man vor allem für diejenigen, die auf der Wahrheitssuche sind heutzutage, haben kann. Andere Stimmen dazu noch. Der gute Bitcoin for Freedom haben wir auch immer wieder mal dabei. Bitcoin wird die Sklaverei beenden. Denn die moderne Art der Sklaverei besteht darin, den Menschen vorzutäuschen, sie müssten arbeiten, um Geld zu verdienen und ihnen dann durch das Drucken von Geld das Geld zu stehlen, sodass sie ihr ganzes Leben lang arbeiten. Spannender Ansatz. Dann trifft man jetzt natürlich mal wieder standesgemäß ein bisschen in die Schwurbelecke ab. Ist es nach, wie gesagt, diese Uhr tickt vor sich hin und diese Technologie existiert und das Ticken wird halt irgendwann immer lauter und wie gesagt, mittlerweile haben wir ja auch, oder wie gesehen, haben wir auch ja, Akteure und die große Politik, die dieses Ticken wohl vermeintlich dann gehört hat und dann auch sich entsprechend positioniert und das Ganze wohl ja, dort auch an der Stelle Anklang findet. Hier schreibt unser guter Chimani schon, Q people will have no idea what still have no idea what people is. Bitcoin people still have no idea what Q is. Trump sagt dazu, also nochmal kurz übersetzt, die Q-Leute haben immer noch keine Ahnung, was Bitcoin ist. Was auch immer die Q-Leute sind, lassen wir jetzt einfach mal stehen. Die Bitcoin-Leute haben immer noch keine Ahnung, was Q ist. Und jetzt hier ein Zitat von Trump, habe ich gleich nochmal mit dabei, von der Bitcoin-Konferenz zuletzt. Was passiert, wenn Sie es herausfinden, das wird wirklich etwas Besonderes sein? Das große Erwachen ist Bitcoin. Vielleicht sogar, ja, für die, die aufmerksam zuschauen und vielleicht auch für die Freunde von diesem 17. Buchstaben und auch von Bitcoin allgemein, ist es ja dann am Ende des Tages, ja, das 40.000 Fuß, die 40.000 Fuß Perspektive von oben, die vielleicht doch alles gemeinsam hat. Und die vielleicht doch genau diese zwei Welten zusammenbringt, um dann Teil des viel beschriebenen großen Erwachens zu sein. Ich weiß nicht, was sagt ihr da dazu? Oder ist das jetzt nur meine Vermutung? Ich glaube, dazu haben wir ja schon ausdrücklich einen mal rausgeschwurbelt. Du meinst, dazu hätten wir ja schon mal einen aus der Hüfte geschwurbelt, oder nicht? Na, dann machen wir das doch. Das ist nicht nur deine Meinung. Dann ich unterstelle jetzt mal hier beiden Beteiligten, dass wir da ungefähr den gleichen Aluhutsch drehen. Also die These ist, dass weder der eine noch der andere sieht, was auf der anderen Seite los ist. Ja, was vielleicht auch ja im Grunde vielleicht gar nicht schlecht wäre, um es nicht vielleicht entweder zu offensichtlich zu haben oder vielleicht, dass es kollidiert oder man weiß es nicht, keine Ahnung. Ich möchte mir da nicht anmaßen, über irgendwelche eventuellen Pläne Bescheid zu wissen. Allerdings hätte man unter neutraler Betrachtung, denke ich, schon ein Bild davon, dass, wenn, wie gesagt, die einen von den anderen nichts wissen oder noch nichts wissen, dann nehmen die Dinge weiterhin ihren Lauf, weil wir sehen ja auch gleichzeitig, wie dann einfach so lange die Dinge ihren Lauf nehmen und das Ganze noch so vermeintlich unter der ganz großen Oberfläche schlummert, dann halt trotzdem halt das Netzwerk immer stärker wird, weil die Hashrate ja trotzdem immer steigt.
und immer trotzdem sich im Hintergrund, dieses Ticken im Hintergrund, TikTok, Nextblock, jede 10 Minuten eine neue Seite im Kassenbuch, unzerstörbar, unangreifbar, komplett für jeden zugänglich in diesem weltweiten Kassenbuch, ne, entsteht. Und solange, also jeder Tag, wo Bitcoin unter der Oberfläche bleibt, wird das Netzwerk stärker, denke ich, kann man sagen. Ja? Und ich könnte mir nur vorstellen, dass in so einer Situation aufgrund dem Potenzial dieser Technologie, wenn man sich damit beschäftigt, irgendwann einen Point of No Return geben kann, der vielleicht auch mit der Situation von außen einhergeht, die wir jetzt ja auch schon von dem Herrn Trump gehört haben, dass vielleicht mal irgendwie die ganze Scheiße dann auf einmal explodiert, was diese ganze Finanzwelt angeht. Und genau, und zu diesem, bis zu diesem Zeitpunkt macht der Bitcoin, was er macht, weil scheinbar, haben wir jetzt ja auch gehört, in den letzten, wie lange gibt es ihn jetzt, 15 Jahre, ja, macht er genau das, was sich irgendein Gründer, Erfinder da mal gedacht hat. Ne? Und im Prinzip macht er immer noch, natürlich hat er sich entwickelt, natürlich hat er sich weiter ausgebaut, aber im Grunde, zum Großteil, macht er das, was sich der Erfinder dabei gedacht hat, wer auch immer der Erfinder war. Und so war es dann auch hier nochmal vom G-Money, der sagt, beziehungsweise nochmal zitiert, Donald Trump in Bitcoin-Konferenz 24 in Nashville, und die Zitat, und die meisten Leute haben keine Ahnung, was zum Teufel es ist, das wissen sie, also was passiert, wenn sie herausfinden, das wird wirklich etwas. Ja, also, and most people have no idea what the hell it is. You know, and that, right, so wenn, also wenn das dann passiert und wenn die das dann mal rausfinden, dann wird das aber wirklich etwas sein. Was auch also immer er damit wissen, sagen möchte. Bitte? Wenn das die Deutschen wüssten, meinst du? Ja, zum Beispiel, ne? Ich meine, was ist denn so eine Aussage? Jetzt kann man sich ja da herstellen und sagen, naja, gut, ich bin jetzt ein bisschen auf Stimmenfang und jetzt gehe ich halt mal zu diesen Bitcoinern. Nee, aber da kommen dann so Töne wie die Bit oder die hier in einem Raum, die Menschen hier in einem Raum haben ungefähr hier sowas in der Hand wie oder wie die Stahlindustrie des 19. Jahrhunderts. Ne? Und wenn man sich da mal überlegt, welche Bedeutung das für Amerika hatte, die Stahlindustrie, ja, und warum sollte man solche Töne hier anschlagen und warum sollte man hier auch noch sagen, so nach dem Motto, es weiß noch keiner, hat irgendeinen Plan, was es eigentlich ist, ja, aber wenn die es mal rausfinden, dann geht es richtig ab. Ich habe es ja nochmal im Original dabei, dass man sich es nochmal auf der Zunge zergehen lassen darf. There's never been anything like it and I don't think you've ever seen anything like it and most people have no idea. Also vielleicht hier noch, also sowas gab es noch nie und die meisten haben sowas auch noch nie gesehen und die meisten Leute haben auch überhaupt noch gar keine Ahnung, was das eigentlich ist. Und damit meint er die Bitcoin-Technologie. Yeah, what the hell it is, you know that, right? So what happens when they figure it out? That's going to really be something. Und was passiert dann also nochmal hier, wenn die rausfinden, was das hier eigentlich ist? Dann wird es ja wirklich was werden. Bitcoin is not just a marvel of technology. Bitcoin ist ja nicht nur einfach ein Wunder der Technologie. You know, it's a miracle of cooperation. Es ist ein Wunder der Zusammenarbeit, der Kooperation human achievement. Und menschlicher Errungenschaft. In vielen, ich glaube, a lot of ways, sagt er da hinten noch. Ja, das kann man so sagen. Das kann man aber, wenn man, denke ich, auch, ich möchte jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren, aber ich sag mal, ja, wer da jetzt bloß rein auf ein bisschen Stimmenfang wäre, da könnte es auch ein bisschen vielleicht neutraler halten. Aber ich finde, da sind die Worte doch schon sehr bewusst gewählt. Und vielleicht hat es der ein oder andere auch noch gar nicht gewusst, vielleicht noch als kleine Ergänzung zu der Thematik. 4 out of 5 people overseeing Trump's transition team own Bitcoin. 4 der 5 Personen, die Trumps Übergangsteam beaufsichtigen, besitzen Bitcoin. Kann natürlich nur ein Zufall sein, genauso wie entlang seines Weges die ganzen Bitcoiner, die Trump schon zur Rate gezogen hat. Wir erinnern uns hier an einen, was war es, ehemaliger Coinbase, jetzt ist der Name vergessen, Sunny hilft mir. Es war der... Der Chef von Coinbase. Ja. Ja, der auch, genau, das ist der David, der Bailey, genau, das ist der, ja, den auch, aber dann war es noch in seiner Amtszeit, ne, hat er ja auch schon den ein oder anderen Bitcoiner in das ein oder andere Amt gehoben, also das waren ja immer solche... Ach, ich weiß, wie du meinst, ja. Ja, das waren ja immer solche zufälligen, ganz, ganz zufälligen... Der
der Chef des Das war der Chef, das war der, und war das nicht der CTO von Coinbase, der dann auch einfach auf der Bitcoin-Konferenz gesprochen hat und einfach auch den Bitcoin da grundlegend mit seiner Wichtigkeit beschrieben. Gut, such mal du, ich habe mal noch einen so lange dabei. Was haben wir denn noch? Unseren guten Max Kaiser, der sich da dann auch mal immer noch gern zur Thematik äußert. Hier die Frage, Trump gewinnt nicht. Everything you own is at risk of being either devaluated. Also alles, was sie besitzen, läuft entweder Gefahr, komplett gegen Null entwertet zu werden durch inflationäres Gelddrucken oder einfach nur von den Behörden konfisziert werden. Ne? Wird einfach konfisziert. Und daher laden sie jetzt so viele nicht konfiszierbare und unzensierbare Bitcoin auf wie möglich. Also hier nochmal ein Hinweis von Max Kaiser. Der ein oder andere nennt ihn den Bitcoin-Prophet. Und er sagt hier noch, es könnte das Einzige sein, was sie rettet. Das Ganze hier sagt er in einem Retweet von Make America Great Again, Donald J. Trump Kampagne. Also es ist auch tatsächlich so, auf Bitcoin-Seiten, auf Bitcoiner-Seite ist es ein Single-Voter-Issue geworden. Ja, also da ist man ja schon lange enttäuscht von der Politik und da hat man ja schon lange auch keine Hoffnung mehr und der Trump ist ja jetzt auch wieder nur einer von vielen. Aber wer sich von den Politikern positiv zum Thema Bitcoin äußert, der wird dann wohl schon reichen, um da sein Kreuz dann nachher auf dem Stimmzettel zu machen. Und deshalb viele Bitcoiner sagen, naja, ich würde ja gar nicht wählen gehen, aber weil der Trump, ob er mir jetzt tatsächlich in Summe gefällt oder nicht, da gibt es sicherlich schon viele, die sagen, im Grunde sagt er nichts Falsches, was mir nicht gefällt, aber es ist hauptsächlich diese eine Aussage oder es sind diese Aussagen und diese Haltung und vor allem auch dieser Auftritt, ja, der sehr, sehr vielsagend ist, von dem man irgendwie sehr, sehr wenig in den alternativen Medien liest, aber das ist jetzt wieder was anderes, das dann ausschlaggebend ist und reicht, dass sie sagen, okay, Trump ist dann doch was Gutes. So, dann, sei nicht, sind wir schon fündig geworden. Ich habe es auch noch irgendwo. Ich habe es jetzt gerade auch nicht im. Naja. Also, wir haben. Gut. Dann. Eine neue Meldung. Bitcoin, hört ihr mich? Nee. Ja, doch. So. Das angesprochene Donald Trump benennt Bitcoin-Advokaten in seinem Transition-Team. Mhm. Das ist aber aktuell, das haben wir nicht gesucht. Aber ich melde mich. Nee, den haben wir nicht. Aber ja, okay. Auch spannend. Ja, mach weiter, ich muss noch suchen. Gut, ja, alles gut. So, dann sind wir heute wieder, wie gesagt, ein bisschen auf der Reise nochmal auf eine etwas tiefergehende Bedeutung zu Bitcoin, wie wir es auch schon in den letzten Sendungen gehabt haben. Und ein Daniel Hayes, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ja, der jetzt hier den Tweet, der ist jetzt schon übersetzt, nochmal zeigt und auch nochmal den Bitcoin in einem etwas anderem Licht beleuchtet. Und auf das wollen wir dann auch noch ein Stück weit eingehen. Hier jetzt sagt er, das Ganze hier geflüstert, man möchte sich das jetzt so vorstellen, wie man hier jetzt, sag ich mal, so eine Tierdoku anschaut. Ne? Der komplizierte Tanz der Bitpower, mit dem sich der bescheidene Bitcoin, der oft für eine bloße Währung gehalten wird, als Titan der Cybersouveränität entpuppt. Mhm. Hier in der digitalen Savanne beobachten wir ein Phänomen, bei dem die Menschen, ähnlich wie ihre bäuerlichen Vorfahren gelernt haben, die rohe Kraft des Planeten zu nutzen. Sie wandeln diese Kraft in Bits um, nicht um den Handel zu vereinfachen, sondern um das komplexe Ballett der Sicherheit und Dominanz im Cyberbereich, also im Cyberspace, zu gestalten. Stellen Sie sich das globale Stromnetz nicht nur als Stromnetz vor, sondern als einen riesigen Computer von planetarischem Ausmaß. Hier verwandelt der Proof of Work von Bitcoin das Netz in einen Kanal für Informationen, eine neue Ebene des Cyberspace, in der physikalische Beschränkungen und thermodynamische Gesetze herrschen und ein Bereich entsteht, in den sich gewöhnliche Computer nicht wagen.
In diesem neuen digitalen Ökosystem ermöglicht das Bitcoin-Protokoll den Menschen, physische Macht durch die ätherische Welt des Cyberspace auszuüben. Aha. Es ist eine Strategie, die so alt ist wie das Leben selbst. Dominanz wird durch rohe physische Macht hergestellt. Jetzt in Form von Bits. Diese Bits, deren Herstellung teuer ist, dienen als Bollwerk gegen diejenigen, die durch Software ausgebeutet oder tyrannisieren wollen. Hier, liebe Zuschauer, geht es nicht nur um Geld, es geht um Macht. Die Macht, die Kontrolle zu sichern, Widerstand zu leisten und sie zu dezentralisieren in einer Welt, die zunehmend von abstrakten Code-Hierarchien, also Software, beherrscht wird. Bitcoin ist, getarnt als einfaches Zahlungssystem, zum digitalen Äquivalent einer Festung geworden, einem Leuchtfeuer der Freiheit in der weiten, oft tückischen Landschaft des Internets. Wenn wir diese Entwicklung beobachten, erleben wir nicht nur den Aufstieg einer Währung, sondern auch die Entstehung einer neuen Regierungsform, einer digitalen Revolution, bei der die Macht der Kontrolle den wenigen entrissen und unter den vielen verteilt wird. Hier im stillen Summen der Server und im Flüstern der Elektrizität entfaltet sich ein neues Kapitel menschlicher Erfindungsgabe, in dem der Kampf um die Freiheit nicht mit Schwertern, sondern mit Informationsbits geführt wird. Und so geht die Saga der Bitpower weiter, eine uralte Geschichte, die sich nun im digitalen Bereich abspielt. David Attenborough. Ja, das ist ja jetzt auch nochmal eine wilde Geschichte. Dann sind wir schon fündig geworden. Ach, hey, ich hab's auf der Zunge, ich komme echt tatsächlich nicht drauf. Alles gut, sonst reichen wir es nach, kein Problem. Aber ich vielleicht finde es ja noch bis zum Ende. Dann sind wir ja jetzt schon so ein bisschen beim Thema Energie und Cybersouveränität haben wir jetzt schon gehört. Und der eine oder andere vermutet schon, wohin der Hase läuft, gelandet. Und das Ganze vielleicht nur getarnt als ein Zahlungssystem sein kann, der Bitcoin. Ne? Das heißt, hier geht es tatsächlich dann auch um Machtprojektion. Und das ist ja vor allem immer wieder entscheidend und wichtig für Nationalstaaten. Und dann auch nochmal hier ergänzend dazu von Mars Quaking, auf, auch von Twitter. Einsteins Theorie der Äquivalenz von Masse und Energie deutet auf eine Zukunft hin, in der Nationen kinetische Abwehrsysteme gegen energiebasierte Systeme eintauschen könnten, was möglicherweise zu einer neuen Ära der Kriegsführung führen könnte. Nikola Tesla und Henry Ford, Visionäre ihrer Zeit, sahen eine Welt voraus, in der Elektrizität die Grundursachen des Krieges abmildern oder sogar beseitigen könnte. Tesla stellt sich intelligente Maschinen vor, die sich an Energiewettbewerben beteiligen, um Streitigkeiten beizulegen, während Ford eine elektrische Währung vorschlug, um traditionelle Kriegskatalysatoren zu umgehen. Wenn ihre Ideen zusammentreffen, könnten wir eine Zukunft erleben, in der sanfte Elektro-Cyber-Kriegsführung, möglicherweise getarnt als Peer-to-Peer-System für elektronisches Geld, die globale Machtdynamiken neu gestalten und die Notwendigkeit tödlicher Kämpfe verringert und das alles angetrieben durch das bestehende globale Stromnetz und die Internetinfrastruktur. Dieses neue Paradigma könnte, wenn es erkannt wird, die Art und Weise revolutionieren, wie Nationen ihre Interessen sichern, und einen Wechsel von Jahrtausenden kinetischer Kriegsführung zu einer humaneren, aber ebenso wirksamen Form der Konfliktlösung markieren. Ich hab's. Sagst du? Ja, Brian P. Brooks. Der Brian P. Brooks. Und das Wort war the Controller of the Currency, also der Kontrolleur der Währung. Nominiert ist ein US, ein Amt. Und am 17. November 2020 hier von Präsident Trump eben zu diesem Kontrolleur der Währung benannt. Brian P. Brooks, ehemals, schauen wir schnell, er war bei Fannie Mae, One Mass Bank, Coinbase war er. Oh. Ja. Und dann eben der Controller Currency. Ist er noch? Ist es noch? Weil das weiß ich nicht. Schaut so aus. Maybe. Wer weiß.
Ja, also hier war die Rede. Bis 14. Januar 21. Okay. Kurz vor Trump. Also jetzt war ja hier zuletzt die Rede von einem Henry Ford und von einem Nikola Tesla. Und scheinbar, jetzt haben wir hier einen kleinen Sprung gemacht in die aktuelle Zeit. Wir sind hier bei einer Grafik aus dem bereits in der vergangenen Sendungen angesprochenen Softwar-These von dem Jason P. Lowery, der seines Zeichens auch das Militär berät zum Thema Cybersicherheit und seines Zeichens Cyber im der Space Force als Major angestellt ist, sieht es quasi so aus, ja, einfach jetzt nochmal hier von dem Gedankensprung hier rüber zur Grafik, dass hier zuerst oder beziehungsweise, dass hier erst die Lage hergestellt werden musste, dass alle diese Technologien vorhanden sind und dann anschließend verbunden werden. Ja, also wir haben hier einmal, wir haben hier Two Industrial Age Titans Theorize How to Mitigate Kinetic Warfare. Also es geht hier drum, wie sich hier zwei schon Giganten des Industriezeitalters ihre, ne, also schlaue Leute, Gedanken gemacht haben, wie man wohl in der Zukunft die Folgen einer kinetischen, physischen Kriegsführung minimieren kann oder abmildern kann im Prinzip. Ne? Weil das ist ja immer eigentlich überhaupt keine schöne Sache. Ja? Im Gegenteil, also es ist ja eigentlich, aber trotzdem müssen ja Konflikte auf eine Art und Weise, Konflikte werden geführt, das ist, denke ich, die Natur der Sache, nur die Art und Weise, wie man sie austrägt, die hat hier vielleicht Alternativen. Und das wurde bereits 1921 schon durch Henry Ford angedacht, indem er sagt, turn electricity into the financial information, also verwandle Elektrizität in finanzielle Information, oder bereits 1900 von Teslas Idee, energy battles between intelligent machines, also Energiekämpfe, Auseinandersetzungen zwischen intelligenten Maschinen zu führen. Und kaum 100 Jahre später haben wir dann hier im unteren Teil, develop machine code, computers and software, also es werden Maschinen und Energie eingesetzt, die genau im Prinzip selbiges tun, die im Prinzip was verbinden, und zwar Elektrizität in finanzielle Information umwandeln und das Ganze mit intelligenten Maschinen und dem Einsatz von Energie zustande bringen. Und nichts anderes ist das Bitcoin Mining und als Nebeneffekt da noch die Herstellung absoluter digitaler Knappheit in einem neuen Bereich, in einer neuen Domäne, dem Cyberspace. Und das ist im Prinzip so die grundlegende Aussage auch eines Jason P. Lowery. Hier haben wir mal noch was von ihm dabei, können wir auch noch mal kurz reinhören, was er dazu sagt. Also wie gesagt, er der Autor der Soft-War-These, eben die Möglichkeit für die Menschheit und auch damit die militärische Bedeutung, die Möglichkeit für die Menschheit, Konflikte auf Nationalstaatenebene hier auf ein neues Schlachtfeld zu verlagern und damit eben auch die traditionelle Kriegsführung obsolet zu machen, ein gutes Stück weit. Before, which is, if they've, you get back to this conversation that we had before, which is, if they've got nukes and you don't, then the only rational response, like, you have no choice. Also es geht mal grundsätzlich immer zu, was das Thema Kriegsführung traditionell angeht, um die Frage, hier hat einer, sage ich mal, Atomwaffen, und eine andere Seite hat keine Atomwaffen, führt zu keiner anderen Möglichkeit außer, you must master this technology, dass diejenige Seite, die keine Atomwaffen besitzt, es irgendwie schaffen muss, diese Technologie auch zu meistern. Also das war dieses Wettrüsten, das war der Kalte Krieg. Ja, da war im Prinzip hat man das gesehen. Das geht nicht in der Situation. Zum beim Thema Machtprojektion, dass eine Seite die Atombomben hat und die andere nicht. You have to adopt it as quickly as possible. Und diese Technologie muss dann zwangsweise so schnell wie möglich adoptiert werden. If the world is adopting a physical power projection technology for cyberspace, a new base. Und wenn jetzt die Menschheit eine physische Machtprojektion im Cyberspace entwickelt, also im Prinzip eine neue Grundlage schafft,
ein physisch abgesichertes Internet, ja, und das ist ja, ne, also die Software, das ist im Prinzip alles nur Logik, das ist im Prinzip Code, aber durch das Bitcoin-Netzwerk und das Aufbringen von Energie und Komputation und diese Bits and Bytes bei Software, die sind wertlos, ja, da geht's, jeder Computer wird schneller und jeder Computer rechnet schneller und es geht darum, dass immer effizienter wird und die Berechnungen immer billiger werden. Bei Bitcoin ist es ja mit Absicht so, dass diese Verschlüsselung hergestellt wird durch besonders hohes, so besonders hohen absichtlichen Aufwand von Technologie, der es eben dann dem Angreifer nicht ermöglicht, das Ganze wieder zu entschlüsseln. Und das ist das, was diese neue Ebene schafft, muss man vielleicht noch schön dazu sagen. And the only way to attack people through it is by collateralizing their bits, i.e. by using Bitcoin. Then und in dieser Situation geht es natürlich darum, wer hat dann die Bitcoin? Wer setzt die Technologie ein? Und wer führt dann diese Bits, also diese Bitcoin, diese somit gemeinten Einheiten zusammen? Gibt es auch an dieser Stelle keine Ausnahme und die Technologie muss für alle Parteien adaptiert werden. You must adopt this technology. This is not a conversation. This is not a negotiation. It is. Das ist keine Unterhaltung, das ist auch keine Verhandlung. It's adapt. Es ist adaptiere oder stirb. Or die, cooperate or die. Kooperiere oder sterbe. The Department of Treasury is not qualified to be talking. Das, was ist das Department of Treasury? Ist nicht qualifiziert, darüber zu sprechen. The Federal Reserve Bank. Die Federal Reserve ist nicht qualifiziert, darüber zu sprechen. Not qualified to be talking about this. If we just throw away this coin part, all these other people masquerading as experts in proof of work technology look ridiculous. And wenn wir dieses ganze Coin-Ding, also dieses ganze Zahlungsding wegwerfen, dann sehen diese ganzen Experten mit dieser Peer-to-Peer-Technologie eigentlich lächerlich aus. At the same time, you prove that the ESG-Narrative about this being inefficient is also. Und genauso in gleicher Art und Weise stellt sich dann heraus, dass diese ESG-Kampagne auch und dieser ganze Energieverbrauch und Bitcoin braucht zu viel Energie auch als gleichermaßen lächerlich sich darstellt. Ridiculous. So, maneuver warfare. Take the fight you can win. Also, die Kriegsführung muss manövriert werden und die Kämpfe werden, die man gewinnen kann, soll man nehmen. If you want to defeat the Department of Treasury, all these ESG fudsters, all these shitcoiners. Also, wenn man die ganzen Shitcoiner des Treasury Department und diese ganzen ESG-Sachen besiegen möchte. And the Federal Reserve. Take them on. And the Federal Reserve. Head on, and while simultaneously say that we have no choice but to adopt this, I don't care what you have to say, we have to adopt it, then frame it as I just framed it. Und dann sagt, man muss das so annehmen, weil man es annehmen muss, dann sollte man es so darstellen, wie er es darstellt. Also im Prinzip so wie BitPower und im Prinzip physisch abgesicherte, ja, Bits and Bytes im Cyberspace. Genau, das ist im Prinzip die Software-These. Und dass die ihre Kreise gemacht hat, ja, das sieht man auch zum Beispiel daran, dass ein Robert Kennedy Jr., ja, in seinem Auftritt, in seiner Rede auf der Bitcoin Conference in Nashville sagt, dass einer seiner ersten Picks hier wäre, den Jason Lowry einzustellen als Berater, wenn er jetzt hier, sage ich mal, die Wahl gewinnen würde. Sieht man zum Beispiel auch, wie ein Michael Saylor. Das ist alles von langer Hand. Ja, das ist ja. Trump hat dieses Space Force gegründet und hat kurz drauf, also wirklich kein Jahr später, diesen Lowry als Chefmajor eingesetzt. Und seitdem läuft das Ding. Und dann ist dieses MIT-Wunderkind. Ja. Und alles ganz zufällig und alle ganz zufällig ist er dann innerhalb seiner Amtszeit auf Bitcoin gekommen. Und hat es dann natürlich Trump gleich weitererzählt, das ist ja alles. Alles zu. Solche Dinge über so ein Weltwährungssystem, das die entstehen immer nur zufällig. Das hat man in Bretton Woods schon gesehen. Dann auch hier nochmal der Michael Saylor, auch nur mal so ein bisschen, um vielleicht dieses Bild zu malen, was wie diese Perspektive auch einfach durchgängig bei allen namhaften Teilnehmern hier in diesem Spiel aufgeschlagen ist. Hier ein Zitat.
es gibt einen, there's a race to own cyberspace, es gibt ein Rennen um die Vorherrschaft im Cyberspace. In diesem Fall werden Imperien auf produktivem Eigentum aufgebaut und durch Feuerkraft, Seemacht, Luftmacht, Atomkraft und digitale Macht verteidigt. Bitcoin ist digitale Macht. Sie wollen Bitcoin, sie wollen den Cyberspace besitzen. Sie wollen die meiste digitale Macht, genau wie die Atomkraft, Luftmacht und Weltraummacht. Wie sie Atomkraft, Luftmacht und Weltraummacht wollen. So sagt das der Michael Saylor. Wenn Sie Software noch nicht gelesen haben, was tun Sie dann? Saylor ist Software gestützt. Warum tun Sie es nicht? Also Software-Pilled. Also im Prinzip, er hat die Software-Pille bzw. das Buch gelesen. Und naja, das ist im Prinzip auch schon immer das, was man da so am Rande mitgekriegt hat. Da wird ja auch dann von dem klassischen Bitcoiner, wird ja die Software-These auch so ein bisschen einen Kreis drum, drumherum gemacht. Ich frage mich immer so ein bisschen, dass bei dieser ganzen Plantheorie und bei den sogenannten Q-Leuten das nicht von Interesse ist, weil das ist hier eine militärtechnologische Betrachtungsweise und das, ja, also oft hergenommene Militär soll ja schon an dem einen oder anderen Plan mitwirken, habe ich gehört. Und vielleicht ist ja das auch ein Bestandteil. Also da kann ich noch eher verstehen, dass das der Bitcoiner liegen lässt, der ja dann ja doch ach so friedliebend vermeintlich denkt, dass sich die Welt weiter führt, wie auch immer. Was sicherlich auch das ist ja nichts anderes, außer eine friedliche Lösung für Krieg. Ne? Das Grundproblem ist ja, dass der Bitcoiner davon ausgeht, dass ja alles gar nicht so schlimm ist. Das ist das Grundproblem, genau. Er denkt wahrscheinlich nicht, dass eine militärische Intervention jeweils notwendig sein könnte. Das kann ich erst notwendig, genau. Und wieso redet man denn von sowas, ist doch eh alles gut. Ja. Das ist ja ein bisschen arg, gell? Ja, ja. Genau. Und diejenigen, die es eigentlich gesehen hätten, die, ich weiß nicht, die hören jetzt wahrscheinlich alle nicht mehr zu, nach 2,5 Stunden. Ja. Du meinst, wir müssen das Schwurbelsegment mal ein bisschen vorne raus. Nee, alles gut. Nee, ich meine, also ist ja nicht so, dass wir das jetzt heute zum ersten Mal erzählen. Ja, das ist das Spannende, weil wie oft haben wir denn jetzt schon militärstrategische Operationen und was alles researchen dürfen? Und wenn es um Geld geht, Bitpower, dann denke ich, ist es auch sicherlich mal interessant. Naja, sei ja an der Stelle von uns nur angeteased. Wir dokumentieren das ja auch so ein bisschen einfach nur, indem wir das hier tun. Und deshalb vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere angeregt, da aus der Perspektive nochmal hinzuschauen, weil es scheint doch tatsächlich in Summe mehr unter der Haube zu stecken, wie die oberflächliche Betrachtung hergibt. Deshalb auch hier einfach nur die Anregung, vielleicht nochmal den ein oder anderen Kaninchenbau, den man vielleicht noch nicht kennt, zu betreten, weil meiner Meinung nach ist das tatsächlich der Boden des Kaninchenbaus, aber das bin dann vielleicht wieder nur ich. So, gut, dann kommen wir wieder zu den profanen Dingen und der Umsetzung der Bitpower, ne? Weil irgendwie haben wir ja heute auch schon gehört, jetzt muss diese zentralisierte Macht und, naja, die ganze Tyrannei, die wir bisher erfahren haben und all die endlosen Kriege, die waren einfach alle nur möglich wegen Money Printer, ja, Geld drucken aus dem Nichts konsequenzenlos einer kleinen Elite, ja, um hier das alles auf die Bühne zu bringen, was auf die Bühne gebracht wurde. Und wenn wir jetzt hier von Dezentralisierung sprechen und natürlich auch der Infrastruktur, hier ist jetzt natürlich ein großes Wort, ja, um jetzt hier über die BitX zu sprechen, ne? Aber der eine oder andere kennt ja vielleicht noch den Nerdminer und tatsächlich geht es ja darum, dieses dezentrale Kassenbuch, was jetzt einfach das Geldsystem ist und was ja einfach die Möglichkeit bietet, hier durch Computer betrieben zu werden und ne, wenn es nicht wieder einer zentral macht, müssen das schon auch mal selber machen, so die Möglichkeit besteht. Die haben jetzt die BitX, ich habe sie schon mal angesprochen. Wir gucken uns die in einer der folgenden Sendungen dann nochmal genauer an, weil ich die selber auch nochmal genauer unter die Lupe nehmen werde. Hier haben wir jetzt aktuell die 5. Generation und das aktuelle Modell. Das heißt, hier haben wir jetzt dann schon bei entspannten, ich glaube 17 Watt roundabout, was sie verbraucht. Klar, ich meine, bei so einem Nerdminer waren wir jetzt irgendwo bei
weiß ich nicht, 5 Watt oder so, ne? Aber hier kommen wir jetzt so mit roundabout 17 Watt auf sage und schreibe 1 bis 1,2 Terahash an Rechenleistung, um hier tatsächlich Bitcoin auch mit zu bedienen oder beziehungsweise mit zu meinen, mit teilzunehmen an diesem, an diesem Rechenspiel, um Bitcoin-Blöcke zu finden. Natürlich ist das auch ein sehr, sehr kleiner Beitrag, aber es macht natürlich die Summe der Dinge. Auch das ist nicht weit viel mehr als ein Lotto-Ticket, ja, um da einfach mit dabei zu sein. Denke ich auch viel aus ideologischer Sicht etwas, was man tun kann. Aber in Summe ist es der Gedanke und in Summe ist es auch in Summe ist es dann einfach auch die Masse. Und so hat es zum Beispiel auch jetzt hier der Hersteller geschafft, dass die BitX-Verteilung mittlerweile schon recht weit fortgeschritten ist. Und das ist so eine kleine Map, die hier rausgekommen ist. Und das Ganze scheint hier jetzt keine Grenzen zu kennen. Und es ist Open-Source-Technologie. Und es ist so, wie wir gewinnen, ja, mit Open-Source-Technologie. Wenn wieder irgendeiner die Systeme stellt und wieder mit Convenience um die Ecke kommt, dann sind wir das Produkt, aber haben dafür die Freiheit abgegeben. Und so finde ich schön, wie sich auch das hier langsam, aber stetig weiter verteilt und hier Dezentralität entsteht auf dieser Ebene. Wäre natürlich schön, wenn irgendwann mal jeder vielleicht auch integriert oder völlig unscheinbar eine Art von Bitcoin-Mining-Device zu Hause hat, weil auch das sicherlich stützt das Netzwerk. Aber kann ich mit diesem BitX auch bei einem Pool teilnehmen? Oder ist es nur du so kannst natürlich bei einem Pool teilnehmen. Du kannst natürlich auch sagen, du möchtest solo minen. Das steht dir völlig frei. Du hast auch, wenn mich nicht alles täuscht, ganz normal einfach mit Brains OS dasselbe Betriebssystem, wie du auch bei einem ganz normalen ASICs haben würdest, und kannst du dann dir das und kannst du auch ganz normal für den Fall, dass du mehrere Miner hast, vielleicht hast du ja noch eine, ein Space Heater, ein Heizlüfter mit einem S19 oder so irgendwas noch dabei, dann kann man das alles schön mit ins Netzwerk mit aufschalten und man kann auch mit dem Ding, wenn man möchte, bei Ocean Mining mitmachen. Und sich entscheiden, für welchen Pool und für welche Pool-Politik man da mitmacht oder ganz normal solo meinen. Das geht natürlich auch. Und ist eine schöne Geschichte. Das sind natürlich solche Dinge, die sind im Einzelnen betrachtet, sind die nicht wirklich sinnvoll. Ne? Nur der Gedanke eben zu sagen, sowas könnte prinzipiell jeder als Freiheitstechnologie, genauso wie die eigene Node, zu Hause betreiben, damit einfach auch diese, und man muss einfach die Bedeutung von dieser Geldmacht verstehen, dass die einfach verteilt bleibt. Und dann sind das die Lösungen, die auf die eine oder andere Art und Weise, das ist nicht das Ende vom Lied, das ist auch ganz klar, aber das ist natürlich die Richtung, in die es dann gehen soll. Und da in El Salvador haben wir ja immer wieder schöne Beispiele, das Bildungssystem hier mit Bitcoin, also floriert, da ist es nur ein Video, ich hätte es noch 5 zeigen können die Woche, haben wir auch hier die Students, die sich hier mit Bitcoin auseinandersetzen, in dem Fall auch der BitX. Und man hat ja schon komplette Schulprogramme und Bitcoin ist ja auch einfach Bitcoin Mining, Bitcoin Wallets programmieren und was auch immer. Also das komplette Programm ist hier auch schon einfach Bestandteil in der Schule. Und vielleicht hat man da ja einen kleinen Bildungsvorsprung dann zu irgendeinem Zeitpunkt, den man vielleicht dem einen oder anderen potenziellen BRICS-Partner noch weiterreichen kann. Und genau, also auch da wird das Ganze schon geschult und finde ich eine schöne Geschichte. Und entlang dieses Gedankens haben wir auch zum Beispiel nochmal die Idee, oder was heißt die Idee? Es gibt aber schon eine Umsetzung gesehen, ich habe es jetzt hier nur in der Grafik dabei, aber auch theoretisch kann sowas mit Solarenergie laufen. Das ist ja nichts anderes außer ein Gehäuse und ein
automatisches Solarpanel, das sich entsprechend ausrichtet, je nach Sonnenstand, was hier in der Lage ist, völlig autark so eine kleine BitX zu betreiben. Und wie gesagt, das sind immer nur ein bisschen, das sind immer nur kleine Ausblicke, ja, wie so was nachher, ja, wie dieses dezentrale Geldsystem mit der Geldmacht verteilt auf das Individuum weltweit stattfinden kann. Und ja, deshalb zeigen wir das immer her und sind hier immer wieder erstaunt, also ich zumindest, wie viel sich in diesem Bereich tut und wie viel Innovation dort zustande kommt und vor allem auch in welcher Geschwindigkeit. Und talking about Geschwindigkeit, jetzt nur, ich glaube, gefühlt 2 Jahre später, ja, ist BIP 47, ja, also die Payment Codes, die Privatisierungsmöglichkeit von Bitcoin-Zahlungen, ja, weil wie sie ursprünglich im Samurai-Wallet zustande gekommen ist oder schon verfügbar war, war jetzt auch in unserem guten, alten, stabilen Blue-Wallet gelandet. Ja, das sei ein Update hier erwähnt an der Stelle. Blue-Wallet ja auch absolut ein, ja, selbstverwahrendes Bitcoin-Wallet, das wir auch immer wieder gerne empfehlen. Wie gesagt, sich für den Bitcoin zu entscheiden und sein Warum zu finden und es dann im Wie umzusetzen, dass es technisch vertrauensfrei von A bis Z privat und sicher läuft, 2 Paar Stiefel. Wir helfen gern, kommt auf uns zurück. Und in diesem Rahmen sprechen wir ja auch immer viel über das Blue Wallet. Hier jetzt sei gesagt, haben wir ein Update. Wir haben die Version 7, also ein großes Update. Und jetzt haben wir auch im Blue Wallet die Möglichkeit, sogenannte Payment Codes anzuwenden. Also nichts anderes außer BIP 47. Was ist das? Was kann das? Was bringt mir das? Naja, im Prinzip ganz einfach gesagt, ein Use Case zum Beispiel wäre, wenn ich jetzt eine E-Mail oder eine Bitcoin-Adresse natürlich publiziere, dann sind sämtliche Zahlungen, die auf diese Adresse geflossen sind, für jedermann jederzeit auditierbar, einsehbar. Das möchte man vielleicht nicht haben. Das Best Practice ist natürlich so, wie das auch jedes Wallet natürlich immer automatisch macht, dass man für jede Bitcoin-Zahlung eine neue Adresse generiert. Das ist allerdings ein manueller Aufwand und so nicht einfach ohne weiteres abbildbar. Neben den Silent Payments, über die haben wir vor einigen Sendungen auch gesprochen, gibt es auch die Alternative zu BIP 47. Der ein oder andere kennt es vielleicht noch auch unter PayNIMS. Das heißt, was kann ich jetzt hier machen? Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, ich kann mir auch, ich muss es einschalten hier in den Einstellungen von dem jeweiligen Wallet, ich kann sagen, liebes Blue Wallet, bitte schalt mir mal die wiederverwendbare und teilbare Payment Code Adresse frei. Ja, und dann kann ich mir eine Adresse auch als sogenannten Payment Code generieren. Was ist das? Den kann ich jetzt zum Beispiel veröffentlichen und jetzt kann ich über diesen Payment Code zum Beispiel Zahlungen tätigen. Das Ganze hat einen kleinen Catch, das muss man dazu sagen. Und auch wie gesagt, hier sind wir auch noch nicht am Ende des Liedes angekommen, was die ultimative On-Chain Privatsphäre-Option angeht für Bitcoin-Zahlungen. Was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier keine klassische Empfangsadresse, jetzt haben wir hier einen sogenannten Payment Code und jetzt müsste jemand, der da was schicken möchte, der kann jetzt, wenn er die Adresse scannt und dann jetzt einen Betrag da drauf schickt, das Erste, was er gefragt wird und das, was auch notwendig ist bei dieser Technologie, ist eine sogenannte Notification Message, eine Notification Transaktion zu schicken. Das muss man einmalig machen. So war das früher auch schon bei Samurai Wallet. Das heißt, hier im Prinzip wird eine ganz kleine, es ist auch eigentlich gar keine Transaktion selber, es ist im Prinzip ein Op-Return, ein ganz kleiner 80-Byte-Datensatz, der im Prinzip nichts anderes macht, außer den Empfänger anzupingen. Und was ich dann gemacht habe, einmalig muss ich das machen. Ja, das ist ein zusätzliches Ding, aber das mache ich einmal und dann habe ich den quasi als Kontakt da in meinem Wallet. Nein, jetzt kann ich sagen, alle zukünftigen Zahlungen, die ich jetzt tätige, werden im Hintergrund verschlüsselt. Ja, es entsteht hier von beiden Parteien eine
automatische Verschlüsselung. Und hier wird quasi ein Secret Key ausgetauscht zwischen diesen beiden Public Keys, der es erlaubt, mit jeder Zahlung im Hintergrund eine neue Adresse zu verwenden. Und es ist nicht mehr nachvollziehbar, wer an welche Adresse hier irgendwas schickt. Also es wird einfach immer mit diesem einen Kontakt, ich wähle da nur noch den Kontakt aus, ich sage, ich möchte da jetzt was hinschicken. Ja, wie gesagt, Voraussetzung ist diese einmalige kleine Notification, Transaction oder Message, wie man sagt, um diese Verbindung, diese Connection herzustellen. Und jede weitere Zahlung, wenn ich zum Beispiel da ein bisschen, man kann öfter mal eine Zahlung hinmache an denjenigen, ja, habe ich eine anonymisierte Verbindung. Und das gab es schon unter dem Thema mit den Paynims. Im Grunde ist es auch eine bekannte ältere Technologie. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie im Prinzip, das ist nichts anderes, was zwischen einem VPN passiert. Ne? Wenn ich einen VPN-Anbieter habe und mit dem agiere, dann ist das im Prinzip dieselbe Technik. Ich habe hier zwei Public Keys und die können untereinander verschlüsselte Informationen austauschen, indem hier ein Secret Key hergestellt wird. Temporäre Adressen, die nur dann A und B Teilnehmer kennen und kein anderer kennen kann. Ja, und auf die Art und Weise habe ich die Möglichkeit, bis zu 4 Milliarden Zahlungen untereinander zu tätigen. Also das ist schon keine so schlechte Sache. Das heißt, wer wiederkehrende Zahlungen machen möchte, ja, oder vielleicht Kontakte, Bekannte, was auch immer, egal in welcher Art und Weise, wiederkehrende Bezahlungen kann man hier mit dem Thema Payment Code sehr elegant lösen. Und das funktioniert jetzt auch in unserem guten alten Blue Wallet. Ja, deshalb an der Stelle hier zu updaten. Natürlich die Einladung, sich das Ganze wieder hier nicht aus dem App Store oder aus dem Play Store zu ziehen, sondern am besten von GitHub die APK direkt runterziehen. Noch ein letzter kleiner Disclaimer. Irgendwie funktioniert irgendwas auf Graphene nicht mit diesem Kontakt erstellen. Das müsste man einfach ausprobieren. Aber ich denke, die meisten updaten sich das Blue Wallet sowieso. Auf Android funktioniert es, auf iOS habe ich es jetzt noch nicht getestet. Genau. So, also ein lohnenswertes Upgrade des guten alten Blue Wallets. Dann sind wir auch schon fast durch. Wir haben BISC 2 schon mal zuletzt auf dem Schirm gehabt. Wie gesagt, es entsteht hier eine alternative Plattform. BISC als dezentrale, autonome Organisation. Die Coco hat schon drüber gesprochen heute. Auch unser absolutes Go-To, wenn es um den privaten und sicheren Erwerb von Bitcoin geht. Auch hier muss man wissen, was man tut. Und das Ganze erweitert sich jetzt Stück für Stück mit BISC 2. Also das ist eine komplett neue, eigenständiges Programm, und da haben wir jetzt an der Stelle auch nochmal ein größeres Update gehabt. Wir sind in der Version 2.1.0 und haben jetzt den Lightning Support und als weitere Bitcoin-Abwicklungsmethode dazu bekommen. Wie gesagt, das Ganze ist alles noch ziemlich Beta, ja, also es ist noch nicht so was handfest. Das Ganze ist auch reputationsbasiert. Es funktioniert jetzt nicht so wie das klassische BISC über dieses Kautionssystem, und wir haben hier jetzt auch noch die Möglichkeit zu sehen, wer online ist. Wir haben dann noch so online, Liveness State Indicator. Okay, halt ein grüner Knopf, damit ich sehe, dass der auch da online ist oder so. Ne? Und kann jetzt aber auch BISC, und es wird in Zukunft dann auch interessanter sein, werden wir auch nochmal drauf dann eingehen, wenn es soweit ist jetzt. Wir haben es halt nur hier auf dem Schirm, weil es halt eine der zentralen Plattformen ist, wo wir sagen, die macht für uns aus Free and Open Source und Peer-to-Peer-Gesichtspunkten Sinn. Werden wir hier noch weiter drüber sprechen. Und wie gesagt, für die heute schon neugierig sind, BISC 2 als separater Client eine spannende neue Geschichte. Und wie gesagt, das Lightning-Netzwerk und die Abwicklung, wie gesagt, hier über Tor ist weiterhin eine spannende Sache. Gut, dann haben wir eigentlich, sind wir schon fast fertig. Einen letzten hätte ich noch dabei, weil wir ja auch schon immer hier ein bisschen von dem Zweigespann gesprochen haben, heute Elon und Donald Trump. Ja, da ist ja auch so ein bisschen die ein oder andere Verbindung erkennbar. Und der hatte nochmal einen guten Tweet dabei.
oder hatte hier was geretweetet mit dem Kommentar Live Free or Die. Und das Ganze hatte er getweetet hier auf ein Schild, das hier ein Amerikaner hält. There is nobody coming to rescue us. This is it. Es wird niemand kommen, der uns rettet. Er schreibt hier auf seinem Schild, das sind die USA. Es kommt hier niemand, der dich rettet, wenn die Dinge in Richtung Süden gehen. Niemand wird uns resupplyen, also aufstocken, unsere Vorräte aufstocken. Niemand wird uns irgendwelches Food airdroppen, also vom Foodversorgung aus dem Himmel, Munition oder Medizin. Es gibt keinen Platz zum Entkommen, wenn es um Freiheit geht. Das ist es. This is it. Ja? So, also hier nochmal die Anregung an alle, sich ihre Gedanken zu machen, wie ich mich selber retten kann. Ja, in den. Ja, uns hier retten noch die Amerikaner, wir müssen uns keine Sorgen machen. Achso, uns retten wieder die Amerikaner. Das, okay, gilt für uns nicht. Sorry. Ja, alle wieder hinlegen. Weil sie uns retten können, sind die Amerikaner selbst nicht retten. Genau, deshalb muss der Ami jetzt das Schild hochheben. Der Ami muss jetzt das Schild hochheben. Dann machen wir wieder Fingers crossed und gucken, dass morgen der Prinz auf dem weißen Pferd ums Eck kommt und dass wir uns so um weiter nichts Gedanken machen müssen. Genau, deshalb auch an der Stelle, nur um den Bogen rund zu kriegen, die Einladung, sich den Bitcoin anzueignen, es richtig zu machen und zu verstehen, was man tut und seine eigene Bank und das eigene kryptografisch verschlüsselte Individuum zu werden unter Zuhilfenahme der Bitcoin-Technologie. Und dann soll es das von mir heute gewesen sein. Ja, wunderbar. Bravo, danke. Vielen Dank. Hast du mal geguckt, wie viel bei BISC inzwischen sind bei BISC 2? Weil wenn jemand dort ist, macht es ja noch nicht so viel. Es sind wenig. Hm. Ich habe tatsächlich heute geguckt und im Prinzip, du gibst dir den Betrag an und dann spuckt er dir wirklich zwei Hansel aus. Ja, also es gibt aber allerdings auch eine Chat-Funktion. Es ist wesentlich geöffneter. Also du hast nicht diese verschlüsselten Kanäle pro Trade mehr oder weniger. Ja, du hast schon auch eine relativ offene. Die Frage, für was man das braucht. Ich will Bitcoin kaufen. Punkt. Natürlich. Das ist richtig. Ja, aber ich muss natürlich auch sagen, und es ist natürlich auch eine Zukunftsinvestition, die da läuft. Ja, du hast irgendwann, ich meine, klar, du hast diese super solide, saubere, altbewährte Abwicklung mit BISC 1, ne? Aber du wirst halt irgendwann auch wieder einfach die Notwendigkeit haben, Trades übers Lightning-Netzwerk zu machen. Ja, und da gibt es halt mittlerweile nur so Dinger wie Robosatz oder dann wieder halt diese ganze KYC-Kacke. Ja, und da ist halt einfach gut und wichtig, finde ich, und richtig, dass da das BISC auch ausbrancht und da einfach einen Zweig macht, der dann nachher auch zu einem Ast wird und dann zum Baum irgendwie, ne, so, dass man einfach nachher eine Alternative hat, dass halt auch auf Second-Layer-Trading möglich ist, weil irgendwann ist halt rum. Ja. Mir ging es auch jetzt nur um aktuell, weil dann, glaube ich, manchmal die Leute so ein bisschen vielleicht auch durcheinander kommen, was sie jetzt machen und so. Ich glaube, aktuell nach wie vor ist das ganz normale Einser, vor allem in der Gebührensituation, und das Neue gibt es eben noch nicht ganz so her, jetzt sage ich mal. Ja, es ist absolut. Gesagt, auch das ist nicht, dass es jetzt irgendwie, also das ist auch nur wieder für die Neugierigen, die schon ein bisschen schauen wollen, was denn da am Himmel steht, aber wie gesagt, ansonsten ist immer noch BISC 1 First Choice und natürlich die Fähigkeit, die Plattform auch sinnvoll zu benutzen, weil gibt da so zwei, drei Dinger, die man schon wissen muss. Gut, wunderbar. Dann, wie immer, last but not least, die Memes. C-Memes. Ja. Wie immer, wer fängt an? Na komm, dann habe ich es hinter mir. Und ihr auch. Das klingt ja wie eine Drohung. Ja, muss ich es vorlesen? Gerade auf der linken Seite der stolze Herr. Meine Eltern, die denken, dass ich ein normales Leben führe. Und ich, der sich aktuell in einem Guerilla-Meme-Krieg gegen den Antichristen. Nur so. Naja.
Ja. Hat nichts mit meiner Lebensrealität natürlich. Nee, nee. Parallel. Ach ja. Gut, dann schließe ich mich mal kurz an. Ich glaube, ich nehme mal das hier und lasse es heute auch mal bei einem. So. Wo sind wir? Da. Herr, bitte gib mir einen Grund, morgen wieder zu meinem Scheißjob zu gehen. Der Herr spricht zu mir, du hast nicht genügend Sets. Ich denke, das sind doch ganz viele tausende gute Gründe für den shitty Job. Jedenfalls, solange man gegen die Bezahlung dort noch Sets bekommt. Wenn man sich schönreden will. Ja, eben. Wenn man sich schönreden will. Das ist ja wieder genau. So eine unterschwellige Legitimierung. Ja. Jeder, der noch Gründe braucht, morgen aus dem Bett zu kommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Auch als Motivation vielleicht. Oder so. Genau. Ja, gut. Ich hätte auch noch einen. Ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so, weiß jetzt auch nicht, aber Moment mal kurz. Mein Krypto-Portfolio im letzten Monat, wobei ich würde mich jetzt hier eher dann mit der rechten Dame identifizieren. Es sind hier auch Shitcoins dabei, um die ging es ja heute auch schon. Also jetzt vom Bezug her meinerseits dann nur bitte die rechte Dame in der Betrachtung, aber es musste heute einfach mit. Ich spiele es mal eben ab. Ja, also während der Dicke da immer noch ein bisschen stabil bleibt, geht's halt bei den Shitcoins richtig Blutbad, gell? Aber gut, musste halt mit. Ah, sehr schön. Ja, die sind auch schon immer ein bisschen gestört oftmals, aber gut. Okay. Ach, jetzt relativ gut. Ja. Ja, wunderbar. Sehr gut. Dann schließen wir ab mit, wenn ihr uns einen kleinen Kaffee-Support zukommen lassen wollt, dann freuen wir uns natürlich über ein paar Sets für den Portier, für unsere Arbeit, die damit verbunden ist. Dann wäre das doch eine schöne Wertschätzung. Also wie gesagt, dafür, wer das gerne tun möchte, einfach rechts dem QR-Code folgen und dann hat man die Möglichkeit, on-chain oder per Lightning uns ein paar Kaffeesets zukommen zu lassen. Freuen wir uns drüber. Und ansonsten natürlich auch wie immer die herzliche Einladung, mal bei Bitcoin Lernen auf Telegram vorbeizuschauen. Jeden Tag ganz viele Informationen rund um das Thema Bitcoin, ganz viele Memes natürlich, so wie es sich gehört und wie es sein muss. Viel natürlich in Englisch, aber das ist halt leider einfach so, der Bitcoin ist international und da ist eben, sage ich mal, die Universalsprache das Englische, aber wir haben natürlich auch viel Deutsch drin und das, was es auf Deutsch gibt, ist dort natürlich auch zu finden. Ein paar schöne angeheftete Nachrichten, wo man sich mal einen ersten kleinen feinen Überblick verschaffen kann. Also wer da noch nicht dabei ist, schaut doch gerne mal vorbei. Ja, und ansonsten möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz irgendwie, also einmal vielleicht immer noch mal ganz kurz gucken, wo man so unterwegs ist. Das wäre mir noch mal wichtig, so zwecks Scammern. Ne? Noch mal vielleicht so der kleine Hinweis, die treiben sich immer wieder und überall rum. Von uns gibt es, außer jemand schreibt uns direkt an, keine DMs oder sonstiges. Und nochmal auch in aller Ausdrücklichkeit für die, die noch zuhören nach der Zeit, wenn mal irgendwo gefragt wird, dass man seine Wörter eingeben soll, dann macht es nicht. Vor allem nicht, wenn man per DM irgendwo darum geht. Darf ich das noch ergänzen, vielleicht ganz kurz? Ja. Oder seit jüngster Zeit, seit 2-3 Monaten, gibt es Werbung auf Telegram. Und unten steht dann immer eine Werbung und gerade wenn man sich für Bitcoin interessiert, ist es oft eine Kryptowerbung. Das hat aber nichts, und zwar gar nichts mit dem Kanal zu tun. Nichts. Genau, das kommt auch noch dazu. Genau. Gar nichts. Ja. Ja.
Und selbst die Vorschläge, die man da teilweise kriegt und noch diese Verlinkungen. Also von uns gibt es keine DMs. Ja, wir sind DM-anschreibbar. Das funktioniert. Ja, jeder, der Fragen hat, darf das gerne tun. Wir sind auch sicherlich in der Lage, weiterzuhelfen. Aber wie gesagt, es gibt in den meisten dieser Dschungel da draußen ist wirklich, ist hart für Neuankömmlinge, das muss man auch sagen. Und wie gesagt, es ist gern mal so, man hat zwar zu jedem Thema dann irgendwie auch einen Kanal oder eine Gruppe, aber da slidet dann direkt immer irgendein Scammer in die DMs und das hat kein, das ist keine gute Geschichte. Also selbst wenn ihr in diesen technischen Kanälen unterwegs seid, sei es zu irgendeinem Wallet oder zu irgendwas, dann führt diese Diskussion immer in der Gruppe, ja, in der öffentlichen Gruppe, niemals irgendwie privat, an keiner Stelle, ja, weil da kommen dann Dinge zustande, die sind unschön. Und genau. Ansonsten gibt es uns auch nur einmal und von uns kommen auch keine DMs. Wie gesagt, wir sind anpingbar, ja, aber in die andere Richtung so nicht. Genau. Und was mir nochmal wichtig ist, vor allem für die, die vielleicht jetzt neu dazugekommen sind, weil es einfach immer wieder mal vorkommt und inzwischen auch eine beliebte Masche zu sein scheint. Wenn euch jemand bei irgendwelchen technischen Problemen, die ihr mit irgendeiner Anwendung habt, per DM anschreibt und sagt, hier gibt's eine Maske oder eine Oberfläche oder sonst irgendwas, wo ihr bitte eure Wörter hart eingebt, damit ich dir helfen kann, dann tut es nicht. Schickt auch nicht irgendwo einen Bitcoin hin, damit er 2 zurückkriegt oder so. Also einfach nicht machen. Bei Bitcoin sind die Wörter der Wert und wenn ich die weggebe, dann ist im Zweifel mein Wert weg. Das heißt, ich hüte diese Wörter und gebe sie natürlich nicht irgendeinem dahergelaufenen Fremden. Ich weiß, da ist man dann aufgeregt in so einer Situation und denkt da vielleicht nicht dran, aber das sollte man sich wirklich, wirklich, wirklich unbedingt mitnehmen, weil das ist nachher ärgerlich, wenn man da auf so eine Art und Weise gescammt wird und sein Geld verliert. Also das einfach nochmal so als kleiner, wohlmeinender, abschließender Hinweis am heutigen Tag. Genau. Weil soll ja jeder seine hart ersteckten Satoshis mitnehmen und über Zeit und Raum in die Zukunft transportieren können. Gut, wunderbar. Dann danke euch, Sunny und Laser. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns hier wieder hören. Und freue mich, wir freuen uns, wenn ihr dann natürlich auch wieder mit dabei seid, wenn ihr auch wieder zuhört. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und verbleiben natürlich wie immer mit Stacksets and stay humble. Bitcoin! What's the second best? There is no second best. It's going up forever, Laura. 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle.